So. Hallihallo, der Beutel hier und der Robin und der Fenrir, die kommen gleich rein. Grüßt euch, Leute. Schön, dass ihr da seid. Die drei Verrückten in einem Wald. Obwohl, eigentlich sind wir nicht die Verrückten, sondern die Mutanten. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Freunde. Jetzt warten wir wieder, bis die anderen Knusperköpfe reinkommen. Hello. Na, siehst du, da ist doch schon ein Knusperkopf. Ich knusper dir auch gleich eine. Und grüß dich und dein Chat. Und grüß dich, Robin, und grüß Robin Chat. Grüße. Grüße auch rüber an deinen Chat. So, Henry ist noch in der Moderation, aber ich kann ja schon mal starten. Es wird gleich wieder kurz laut im Stream aufgrund von Endnight-Logo. Deswegen starte ich immer schon vorm Stream. Das Spiel. Ja, dann habe ich aber die Hauptmenü-Musik, während meine normale Playlist hier noch läuft, weißt du? Das ist dann immer sehr irritierend. Ja, ja, verstehe ich. Hallo Fenrir und hallo Fenrir-Chat. Auch von mir hallo, auch an dein Chat. Hallo, ich gehe hier zwei und auch über eure Chats, was ist hier los? Nur noch einmal mal so. Hi Stuni, hi Ben, hi Max, hi Isegrim und hi Trümmerleute und Sargnagel. Schön, dass ihr schon da seid. Wir gehen gleich rein in den grünen Wald. Ja, ich muss erst mal nach Hause laufen. Ich bin ja immer noch da oben in der Fliegen. Ecke, ne, wo wir... Fliegen. Und damit auch hallo und herzlich willkommen zurück auf YouTube. Ich habe euch ganz vergessen hinzuzuschalten. Diesmal rechtzeitig dran gedacht. Hallo YouTube. Hallo YouTube. So, genau. Wieso winke ich eigentlich? Die sehen mich doch sowieso nicht. Geht's los, oh, Robin? Hier, die Arme machen mich ganz nervös. Andreas, grüß dich, Hallöchen. Hi, Micha, grüße. Stort. Wir müssen euch übrigens verweisen, liebe Zuschauer. Der Beutel und ich, wir haben da was gemacht am Sonntag. Wir haben uns mal zwei Ingame-Tage rangesetzt und sind nochmal die ganzen Orte abgeklappert, wo wir schon waren, um die Regale aufzufüllen. Und genau. Da haben wir vielleicht das ein oder andere schon gebaut, was wir eigentlich mit euch zusammenbauen wollten. Und wir wollen es aber heute testen. Naja, also, ja, sagen wir mal so, ich spoilere euch mal, wir haben eine coole Falle gebaut. Wir haben eine coole Falle gebaut, dafür habe ich ein Moped geholt und ja, mal gucken, wie dieses Ding funktioniert. Also es ist quasi ja das, was wir in der einen Höhle mal gefunden haben, den Bauplan, diese Moped-Falle, ja, die steht jetzt schon vor der Türe, weil wir Angst hatten... Oh, Virginia, geh mir aus dem Weg, Mensch! Weil wir nämlich tatsächlich Angst hatten, dass wenn ich das Moped einfach in die Base lege und wir uns ausloggen, dass es dann nicht mehr da ist. Deswegen, ja. Das haben wir schon mal fertig gebaut, ihr habt. Genau. Damit das Moped safe ist. So, Freunde, jetzt schreibe ich mir aber mal auf. Was ist denn eine kluge Wahl? Pistole auf die 1, ne? So, das legen wir uns jetzt mal. Pistole auf die 1. Dann machen wir auf die 2 diese Schockpistole. Hi, Virginia, grüß dich. Ich habe immer noch eine Autobatterie in der Hand. Auf der 3 die Schrotflinte. Jetzt hören es doch auf. Was haben wir denn noch so? Speer, Axt, Bogen. Irgendwie lädt mein Spiel nicht. Ja, das dauert manchmal. Okay, ja, auf die 4 vielleicht. Jetzt hast du connected. Ah, nee. Wir haben ja auch wieder ein bisschen Munition zusammen, deswegen. Ich würde fast sogar. Was macht man denn mal auf die 4? Ach du Scheiße. Du könntest dir auf irgendeine Taste vielleicht auch Medizin legen. Ah nö, ach Medizin nehme ich schnell aus dem Inventar. Ich glaube, ich mache auf die 4 tatsächlich Handgranaten oder sowas. Handgranaten? Von wo seid ihr gestartet? Aber nicht wieder die halbe Palisade wegsprengen, bitte, ja? Fenrir, was? Von wo seid ihr da gestartet? Wir haben uns die nächste Anhöhe gesucht und sind dort dann einfach mit dem Gleiter rüber nach... von dir aus gesehen Nordwesten. Genau, einmal von der nächsten Klippe runter und dann, du weißt ja, wie man fliegt, ne? Man muss den Gleiter immer so hoch und runter und hoch und runter. Hi Momo, hi Markus und ja, Micha hatte ich schon, genau. Mama, wird es gerade dunkel oder wird es hell? Es wird gerade dunkel. So eine Scheiße, lass mal pennen gehen. Dunkeln ist gut munkeln. Hast du dort was zum Pennen, Fenrir? Naja, wir hatten doch da so eine Hütte gebaut. Okay. Wir hatten da hier so ein... Aber wo ist die hin? An dem See. An dem kleinen See war da so eine Minibase. Ah, hier ist das Feld. Müsste ja auch auf der Minimap angezeigt werden. Genau. Ach, Mist, weggeguckt.
Alter! Schock! Was ist denn los? Boah, ist da eben so ein scheiß Arschloch-Reh neben mir lang gelaufen. Also, ich mache jetzt Pistole auf die 1. Hau ab, Kannibalo. Ist das jetzt auf der 1? Ja. Schock auf die 2. Ja, er hat Hunger, Durst, Pipi, Kacka, er hat alles. Granaten, 4. Axt 5. Feuerwehr-Axt oder die Axt? Hm. Die macht halt ist ein bisschen schneller, ne? Als die. Die macht halt mehr Schaden. Ich glaube, ich probiere mal die. So, und alles andere probieren wir dann im Laufe des Spiels. Also ich kann dir was empfehlen, lieber die Feuerwehr-Axt, weil mit der blockst du auch die Mutantenangriffe weg. Da kommt nichts durch an Angriffe. Ach so, na, ich vergesse immer zu blocken. Das ist halt so mein Problem. Oh, es ist Herbst, na toll. Herbst? Jo. Es ist Herbst, Alter. Gut. Oh, Herbst, Beutel, was du auch noch nicht gesehen hast, bleib mal hier drinnen. Dreh dich mal um, Richtung Betten gucken. Fällt dir Beutel was auf die 6, oh, genau. Den Beutel, wir haben, den Beutel packen wir auf die 6. Wir haben Glühbirnen. So, Leute, hier guckt euch mal den faulen Sack an. Das ist unser bester Mitarbeiter mit dem ersten Blick. Alter, wie der guckt, das macht mir so Angst. Der nimmt doch garantiert Crystal Meth oder so einen Scheiß. Kelvin, der hat meine halt nicht mal eine Junge. Gucke mal, Virginia genauso. Aber die scheint auf irgendwas anderes zu sein. Ich glaube, die ist eher so auf Keta oder keine Ahnung. Reden wir später. Reden wir lieber später über Keta. Was sind denn das hier für Seile? Ach, das sind Strommastenkabel. Das sind die Strommasten, genau. Das sind die Strommasten, damit du halt eine durchgängige Verbindung nach draußen schaffst. Alter, ernst? Weil wenn du mal draußen guckst, ja, warte. Da ist ja einmal das, was wir jetzt schon ein bisschen gespoilert haben, das ist der Gerät, der neue, der neue Gerät. Und lauf mal gegen den Zaun. Nein, ach so. Ja. Alter, da hat's mir... Alter, mir hat's 4 Rüstungen abgezogen. Was? Ja, ich meine, ich habe noch Knochenrüstung an, oder? War jetzt schon was weg von der Rüstung? Warte, ich probier's nochmal. Das muss schon weg gewesen sein. Du trägst immer noch 4. Okay. Ja. Ich würde schon sagen, also es macht wohl nicht wirklich Schaden, aber es hindert den Gegner vielleicht daran zuzuschlagen. Und wenn das funktionieren sollte, ziehen wir einen kompletten Zaun, würde ich sagen. Dann können wir nämlich zwischen Palisade und Zaun umherlaufen und schießen. Das ist eine gute Idee. Aber das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Einfach Gaming. Oh, ich bin in der Luft, Jungs. Ich bin in der Luft. Geil, wenn wir dich sehen, knallen wir dich runter. Okay. Göttin, ich habe es letztens schon gelesen, aber ich habe nicht darauf reagiert, dummerweise. Ja, ich kann es mir dann gerne angucken kommen, wenn du mit deiner Burg fertig bist in Conan. Sag mal, Robin, sind die die Blumenkästen, sind die frei? Ich würde gerne mal... Ja, ich glaube ja. Oder da ist gerade Aloe drin. Das anbauen, was uns zum großen Glück fehlt. Davon habe ich nämlich Samen, aber komischerweise keine Pflanze. Die Schafsgarbe. Schafsgarbe habe ich drüben ins Regal eine reingelegt. Ah, okay. Mich wundert's nur, weil ich davon Samen habe, aber diese Pflanzen, vielleicht habe ich die mal irgendwie im Suffe reingemerkt oder so. Ja. Aber pflanz ruhig an, wir haben halt nur diese 5, ne? Also, okay. Oder habe ich noch welche im Inventar? Nee, ich habe meine letzte Schafsgarbe ins Regal gelegt, ihr habt. Denn wir haben jetzt mehr oder weniger so ein kleines System, liebe Leute, und zwar, dass wir von jeder Zutat uns immer eins von diesen Wandregalen schnappen und das immer da reinpacken und dann bestenfalls jetzt so für diese Health-Mix zum Beispiel. Ein Regal Aloe, ein Regal Schafsgarbe, ein Regal dieses Kraut, was wir jetzt noch nicht rausgefunden haben. Das ist gut. Damit wir halt auch die Rezepte uns mal merken. So war der Grundgedanke. Das ist gut. Dass wir doch immer eins davon drin liegen lassen, damit wir auch wissen, was wohin gehört. Naja. So, hier haben wir auch schon ein bisschen Vorrat, da war ich ja noch dabei. Du hast ja dann offensichtlich... Genau, ich brauchte den Schnaps noch unbedingt. Du hast ja offensichtlich schon danach noch mehr gemacht. Hier ist übrigens noch mehr Schnaps. Bisschen. Aber der war ja schon vorher da, ne? Der hier oben. Das sind die Mollys, das sind die Mollys. Ach, das also, sind fertige die Mollys. Die können wir nicht in die Falle verbauen. Ah, ja, alles klar. Hier ist ein bisschen Obwohl ich da mal probieren wollte, konnte man die nicht auseinandernehmen? War da nicht irgendwas? Mach keinen Quatsch, du brennst die Hütte ab. Ich sag's dir. Nee, ich meinte auf dem Bastelbrett, ob man die hätte nicht da auseinandernehmen können. Aber ist leider nicht der Fall. Schade eigentlich. So, ich geh mal ein bisschen hier in der Gegend gucken. Fenrir, mit dem Fliegen kommst du klar? Ja, ich bin auf dem Weg zu euch. Alles gut. Wie gesagt, nicht im Wasser landen, sonst der Kleider, der
ist dann nicht im Inventar, sondern liegt auf dem See. Ja, oh Gott, ja, was super. Hältst du noch, wenn wir deine ersten Fallen, die du damals im zweiten oder dritten Stream platziert hast, wenn wir die auch mal umplatzieren? Ach so, ja, die, das ging ja mit den Kleinen. Wir hatten nämlich genau, versucht, die Kleinen konnten wir ja umplatzieren, ja. Die große Falle umzuplatzieren, aber das war nicht möglich. Musst nur gucken, in welche Richtung der Auslöser ist. Und wie willst du überhaupt, wie ist dein Plan? Eher für längs? Ja klar, wegen Platz sparen. Genau, so würde ich es auch machen. Gesagt, ne? Die Frage ist halt, erstmal so am Tor, damit du halt erstmal reinrennen kannst zur Not. Achso, nee, ich meine, Robin, dass wir die für längs bauen. Weißt du, dass man, so kriegst du ja mehrere hin, statt für quer. Also. Naja, aber ist die einmal ausgelöst, dann läuft der nächste durch. War so meine Grundüberlegung jetzt so. Hier vorne am Haupttor habe ich zum Beispiel so platziert, dass sie eigentlich gar nicht mehr durchkommen würden, wenn nämlich Tor offen ist. Aber was war denn hier gleich der Auslöser? Oh, ich darf das Tor nicht öffnen, wenn ich das Ding trage, das ist ja doof. Moment. Wie rum lösten die aus, Freunde? Wenn ich da, wo die Schnapsflasche Flasche steht, ist der Auslöser. Sicher, ja? Ja, ja. Okay. Aber die fängt dann an zu brennen. Aber muss die erst scharf schalten, wenn man so umplatzieren will? Das ist ja auch ein bisschen komisch. Echt? Okay. Oh. Achtung, Leute, ich komme! Da ist er! Jo, erwischt! Alter! Sorry, falls dir erste Rüstung fehlt, aber, wo ist mein Pfeil hin? Ja, deine Kopfrüstung ist weg, das ist gut so. Sieht man wenigstens deine fiese Fresse. Habe ich ihm jetzt wirklich einen Heli verpasst im Flug? Ich treffe sonst nicht mal ein Eichhörnchen, aber ihn treffe ich am Kopf? Nee, ich glaube. Ja, ich dich auch gleich. Ich glaube, das ist abhängig. Ich glaube, du verlierst immer zuerst, egal wo du hinschießt, die Kopfrüstung. Also, ja. Echt? Okay. Also ich habe eher das Gefühl bei Gegnern, dass du wirklich punktuell Sachen entfernen kannst mit draufschießen oder draufschlagen. Okay, dann schieß mir mal in. Wo habe ich denn noch Rüstung? Du siehst ziemlich rüstungslos aus. An den Armen, halt mal so still. Warte. Halt mal so still. Halt still. Nee, der ist noch dran. Der Pfeil droppt einfach. Sag mal, Kelvin, willst du mich fallen? Du kriegst gleich einen Schlag. Was ist denn mit dir? Jetzt ist was abgefallen. Jetzt ist eine Rüstung weg, aber die am Arm ist noch dran. Also ist schon. Nee, die am Oberarm ist jetzt weg. Okay. Da, wo ich getroffen habe, der Oberarm. Naja, gut. Können wir ja noch ein bisschen testen. Ja. Ein bisschen Angst, hier durchzugehen, Alter. Na, über die kannst du ja laufen. Die fallen leider selber nicht aus, sonst hätten wir sie mal getestet. Kelvin übrigens auch nicht. Und ah, es kommt Besuch, Ja, yes. Okay, dann ins Tor stellen. Bla! Geil, das Eichhörnchen auch noch mit rein. Das ist ja mega und es brennt auch noch alles. Lupus, hatte ich dich schon begrüßt, hey. Vorsicht, da kommt durch. Alter. Das war ein Reaktionsshot, Alter. Okay, also wir haben die definitiv zu nah beieinander gebaut. Also ihr habt es gesehen, ne? Die Flammdinger sind mit ausgelöst worden. Aber das ist doch gut. Schadet doch nicht, oder? Also ich glaube, die drei zusammen bricht das Chaos aus. Wie ich das Ding jetzt überhaupt wieder nach, ist die nächste Frage. Ach, guck mal, schau. Die Flammdinger haben auch den Elektrozaun zerstört ein bisschen. Und na, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, nee. Also da muss ein bisschen Abstand dazwischen, glaube ich. Aber ist das Ding jetzt automatisch wieder aktiv? Weil ich habe keine Stromverbindung ranbekommen. Nee, warte, hier ist. Warte, nee, ich lade es gerade auf. Aktivieren. Jetzt habe ich es neu aufgeladen. Okay, ja, also aber müssen wir. Keine neue Batterie ran oder so. Das ist schon mal gut. Also müssen wir die ein bisschen umsetzen und ich würde sagen, Fenrir und ich, wir holen mal noch so ein Moped und wir bauen dann noch so ein Ding, oder? Gerne, vor jedes Tor am besten, ne? Ich würde, guck mal, da wo Fenrir steht, den Platz würde ich für uns lassen, dass wir hier so durch können. Und ab hier dann nochmal so eine Dingsi-Falle. Okay. Guck mal, wir kommen ihr habt gesagt, wir haben ein bisschen Munition und so jetzt. Ja, geh mal rein. Wenn du reingehst, gleich rechts, glaube ich. Links eher. Oder gerade. Links? Was? Rechts, links oder gerade? Irgendwo halt. Links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus. Ah, hier, guck mal, da. Okay, wollen wir das so machen? Du kümmerst dich hier um die Fallen und Fenrir und ich holen mal noch zwei Mopeds. Alles klar? Lindenlaufgeschoss. Ach, Gewehrmunition brauche ich doch gar nicht. 9 mm, sauber, es reicht.
Was habe ich hier? Dann würde ich aber echt den Elektrozaun weiter weg. Ach so, ich dachte, du willst jetzt einmal die Fallen wegräumen und den Elektrozaun lassen. Nee, den hätte ich jetzt weiter wegplatziert, weil der geht halt durch die Brandfalle, geht da ein bisschen kapeister. Und ich habe gehofft, dass der einfach ewig in 3 Tage stehen bleiben kann und wir den nicht ständig neu reparieren müssen. Okay. Ja, na gut, mach mal. Ja, wir holen mal Mopeds. Jetzt muss ich bloß gucken, das war Richtung Norden. Wir müssen nach da irgendwie. Glaub ich zumindest. Hast du ein bisschen Munition? Ja. Ja, ja. Was ist denn los, Robin? Kevin, reparier mal. Dieses Seil hier steht immer noch. Das nervt. Ja, was in der Luft hängt, ne? Ich hab ja schon bis irgendwie oft abgerissen, das bleibt einfach hängen. Also wenn da jemand eine Lösung hat, Leute, ich glaube, irgendjemand hat es schon mal in die Kommentare geschrieben, aber wenn es Robin schon versucht hat abzureißen, dann ist natürlich doof. Was? Das war jetzt irgendwie nicht gewollt, ich wollte bloß das Kabel entfernen. Und jetzt hast du eine Lücke im Zaun. Komplette Haus abgerissen. Alles kaputt. Ja, übrigens, Fenrir, wenn die Camps nicht qualmen, dann ist auch keiner da von den Gegnern. Nur mal so zur Info. Haben wir rausgefunden. Das ist ja geil. Mach's mal ein bisschen Korn. Boah, Alter. Kornflake-Snipe. Kelvin, hier weg bitte. Mann. Virginia, du kannst ruhig bei Robin bleiben. Also wir zwei kommen schon klar. Die hat irgendwie einen Hieper auf dich zurzeit. Naja. Ich weiß nicht warum. Anscheinend bist du doch immer der Hoster. Ich habe am Sonntag heimlich nackt noch ein bisschen am Zaun rumgebastelt und sie stand hinter mir und seitdem weicht sie mir nicht mehr von der Seite. Sie hat also dein zweites Arschloch gesehen und dachte, Mensch, die ist einer, du bist einer von mir. Ja, von, genau. Von ihnen. Ach, wegen der Fackel da oben darf ich keine Palisade neu platzieren. Och, lecko mio. Musste wegreiche. Fenrir, ich muss mal einen Schluck Energy reinhauen, das ist mir ja alle... Oh, ich habe ja noch Crack im Eintopf. Oh, das hau ich mir auch rein. Was hast du noch? Dreck im Eintopf? Nee, wir haben dieses neue Buff-Food mal probiert, oder hat uns jemand... Ach, den Crack, ja, das Bein und so. Genau, und da hast du... Bein, Kopf, Arm. Da hast du dreimal Buffs, positive Buffs drauf. Das ist geil. Du bist weniger sichtbar, du bist stärker und ich glaube, du kannst schneller Bäume hacken oder sowas, Holz hacken. Ja, ich bin ja sowieso gerade echt weit weg von euch, was jetzt hier angeht. Ich glaube, wir müssen mehr so links. Ich weiß nicht mehr genau, wo das Mabett war. Also ich weiß es schon, aber ich weiß nicht genau, wo das ist. Wo? Du weißt, wo es Moped war, aber du weißt nicht, wo es ist. Ja, nee, ich weiß, wo die Stelle ist, aber ich weiß nicht, wo die Stelle ist. Verstehst du? So wie, hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß. Versteht ihr das? Ja, ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, oberhalb. Nein, aber ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die es nicht verstehen. Ja, Musik. Ja, Mann. Mist, ich hätte C4 zu Hause rauslegen sollen. Oh, ich fresse hier gerade Tannennadeln. Oh Gott, mach das. Wo kam der denn her? Wo kam dann der her, bitte? Na, weil ich dachte, das ist das, was ich gegessen habe hier, dieses Kraut, weißt du? Ah, nee, hast du den befreit hier, oder was? Nein, ich hab da so ein... Ruhe da unten, ich hab da so ein Kraut gefressen. Ja. Und ja, plötzlich... hat's Batsch gemacht. Batsch, Batsch. Und dann habe ich mitbekommen, dass das hinter mir eine Person war. Was wollte ich... diese Personen hier. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe keine Ahnung. So. Scheiße, ich hätte auch mal ausladen müssen, ey. Fuck. Ja, die ganzen Wodkaflaschen kann ich gar nicht mitnehmen. Der Robin braucht eine Wodkaflaschen. Da kommt doch noch mal kurz zurück, ist er doch noch gar nicht so weit weg jetzt. Nee, das Moped steht ja gleich hier oben. Wo? Hier im Zelt. Oh, schubst du mich rein? Kann ich mitnehmen? Das ist die Frage, das muss hier oben gewesen sein, Fenrir. Oliver, wir haben noch keinen richtigen Plan. Also der Plan ist doch, wir wollen ein paar Fallen noch aufbauen ums Gelände. Ja, ich soll dich von Gunther fragen, wie viel du gekifft hast heute. Das kann ich nicht sagen. Offensichtlich nicht genug, weil er kriegt die Sätze noch zu Ende erzählt. Genau. Das müsste eigentlich hier rechts oben sein, Fenrir, das was ich suche, das Lager. Und da müssten die Mopeds sein.
wenn ich mich recht... Da oben war ein Lager. Dort, wo es qualmt, ne? Oder? Gleich hier. Alter. Oh Gott. Also links qualmt. Kann natürlich sein, dass das hier links ist irgendwo. Links qualmt? Naja. Das ist übrigens das Geile, wenn man mit Beutel alleine ist und das dann heißt, wir müssen looten gehen. Es geht immer dem Rauch nach. Und du weißt immer nicht, meint der jetzt ein Feuer oder was anderes? Schiebt er gerade irgendeinen Film oder sieht er wirklich ein Rauchfeuer brennen? Genau. Fenrir, jetzt müssen wir uns mal kurz einen Plan schmieden. Wir schnappen uns einmal das Moped und rennen weg. Oder? Oder wir knallen es einfach ab. Weißt du, wie viele das sind? Ach komm, hier, scheiß der Hund drauf. Ab geht er. Okay. Guten Tag. Okay, der ist schon mal kopflos. Dem hat das Gesicht zerrissen, hast du gesehen? Was ist los, mein Digga? Entschuldigt, Leute. Wir versuchen nicht so... Babybu, hallo, ich grüße dich. Wir versuchen nicht so hämisch zu lachen, während wir hier Eingeborene auseinandernehmen. Hey, hier da hinten hängt einer. Wollen wir ihn alle wissen oder wollen wir ihn hängen lassen hier? Aber nee, lass den. Das ist ein Armsi. Ja. Den Finger. Nee, ein Muschi, Bauch. Ja, fick. So ein hier. Fick Muschi-Bauch. Hier standen eigentlich beim letzten Mal die Mopeds. Wieso sind die nicht mehr da? Doch, hier ist doch eins. Okay. Warte, hier hängt eins. Da liegt eins. Ey, was hat er denn? Oh, Fenrir. Ja, alles gut. Ah ja, hier ist es doch. So, Freunde. Ich würde es aber einfach tragen. Ich will nicht damit fahren. Weil wenn wir im Wasser landen, ist es weg übrigens. Ne? Da müssen wir aufpassen. Ah, okay. Ich bin nämlich einmal hier hoch. Und das erste habe ich direkt ins Wasser hier gesetzt. Im See. Ja, sehr cool. Durchs Flache kann man, glaube ich, laufen mit dem Ding. Ja. Ja, ja. Guck mal. Dicky. Der regt sich bestimmt auf. Warum habt ihr meine Schwalbe geklaut? Damit bin ich immer durch den Wald gehetzt, ihr Arschgeigen. Schwalbe, Jungs, alte Zünd ab. Hi, G-Man, grüß dich. Na, was die Schwalbe im Osten war, war die Zünd ab im Westen, weißt du? Obwohl, ich probier mal kurz. Ja, wie geht das jetzt? Wie muss ich das machen? Linke Maustaste und dann... Au. Das macht sogar Piepsgeräusche. Ach du Scheiße. Robin, wir versuchen zu kommen. Oh Gott. Oh Gott. Ey, das Ding kriegt ja übelst Speed drauf, wenn es einmal in Fahrt ist. Alter! Was zum Geier? Wow! Entschuldigt, alle Zuschauer von Robin. Leute. Oh Gott. Oh Gott, ich hab mich überschlagen. Oh Gott. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Ei. Ich bin fast zu Hause. Oh. Ah, jetzt hab ich mich auch überschlagen. Ich war am Baum kleben geblieben. Schon wieder? Es gibt schon bis irgendwie viele Clips davon. Scheiße. Jetzt finde ich das Moped nicht mehr. Au! Was ist los mit dir? Ey, wirklich, Leute. Jetzt ist das Moped weg. Wo könnte das denn hingeflogen sein? Hat's jemand gesehen? Alter. Gehst du vielleicht genau drauf? Oh Gott! Hier liegt's. Ich hab's. Wie es einfach da steht, Leute. Ich kack mich ein, ey. Was zum Geier. Oh nee. Oh Alter. Nee. Achtung, Robin! Oh nee! Oh, yes, das ist mein Bitte! Oh Gott! wieso kann ich nicht absteigen? Was war absteigen? Stürzen. Geh. Nee, geh geht nicht. Hinfallen halt. Fahr irgendwo gegen. Doppel-Leertaste war das, glaube ich. Ah, ey, da musst du erstmal drauf kommen. Mhm. Ja, super, haben wir zwei von denen. Ach, auf der Minimap sieht man es auch. Danke, Michael. Und hi, Sina, grüß dich. So. Kelvin, du bist auch so ein bisschen kognitiv untermöbliert, oder? Oder nur teilmöbliert. Robin, kurzer Moment. Also ich werde jetzt genau... Warte, ich nehme mal... Nee, nicht die Handgranate. Siehst du meine Schrotflinte? Ja. Ich werde jetzt genau hier, also von hier bis hier noch so eine
Falle aufbauen, dass wir hier einmal so durchlaufen können. Ne? Also von hier bis hier, da wo Fenrir steht. Ich probiere gerade mal was aus. Also, guck mal hier. Guck mal hier. Ich richte uns gerade so eine Schieß-Area ein, dachte ich mir. Und zwar, wenn wir angegriffen werden, dass wir halt einer links, einer rechts und einer in der Mitte stehen könnte zum Schießen. Und die laufen halt hier gegen die Zäune und werden dann zurückgeschossen. Ach so, gut, dann zeichne ich an den anderen Eingängen, Ausgängen, weißt du schon. Genau. Weil dann machen wir hier unser Hauptkampftor, weil das halt diese zwei Tore hat. Und die Seiteneingänge, die machen wir halt nur mit Fallen absichern, war meine Überlegung. Gut, machen wir so. Und wir müssen noch die anderen Fallen ausprobieren. Dazwischen verteilen war halt auch noch so ein bisschen was, wa? Hier gibt's auch stiller Alarm. Oh ja, die haben wir ja auch mit dem Kreuz. Aber stiller Alarm, weiß ich nicht, ob das überhaupt eine richtige Falle ist, außer dass es uns alarmiert, ne? Was ist das? Was macht das Ding? Ey, das braucht Strom. Ey, guck mal, das können wir uns aufs Haus setzen, das Ding hier. Das Kreuz? Ja, oder? Also, ja, weiß nicht. Ich weiß halt nicht, was es macht. Halt, es ist halt ein Kreuz. Es ist ein Kreuz und es leuchtet. Und welcher Farbe? Blau. Was macht es? Es leuchtet blau. Nee, also kann nicht sein, blau, weil es ist ja unter Fallen, weißt du? Es kann ja sein, dass das irgendeine coole Funktion hat. Nicht, dass du damit alle anlockst, weil es halt über die halbe Insel zu sehen ist. Das wäre schon ein bisschen Assi-Move, oder? Vom Spiel. Die Sprungfederfalle ist auch irgendwie sinnfrei, ne? Nee, das ist übelst lustig, die hatte ich in meinem Let's Play und da sind die Gegner immer in die Luft gehüpft und haben übelst Fallschaden bekommen, das ist total geil und vor allen Dingen, wenn du selber reinläufst, was ziemlich oft passiert, ist es noch viel, viel lustiger für die Zuschauer. Stimmt's? Ja, okay. Ja, stimmt. So, ist jetzt besser, Stuni? Ich hatte das noch von Lysara so klein gestellt hier. So, was brauchen wir hier? Stöcke. Stick me. Ach, gucke mal hier. Unsere Gleiterabschlussrampe haben wir ja auch schon. Nee, es ist zu nah, ne? Und ich sag's euch wirklich, Kelvin ist definitiv kognitiv teilmöbliert. Kannst dich oft genug betonen, ey. Ich muss nochmal abbauen, Leute. Das ist zu nah. Ja, das Blöde bei diesen Blaupausenfallen ist, das haben wir noch gar nicht erzählt, ne? Wenn du die mal fehlplatzierst und dann umplatzieren möchtest, reißt der das komplett wieder ab. Ja. Aber wenigstens bleiben die Matzen liegen, also du musst nicht alles nochmal neu sammeln dafür. So, wir machen sie hier hin. Da haben wir ein bisschen Platz, hier durchs Tor reinzugehen. Oh, hast du überhaupt noch eine volle Batterie übrig gehabt jetzt? Weil wir hatten noch oben letztens die Solaranlage angeschlossen. Ich habe vorhin eine ins Inventar gelegt, ja. Ich habe zwei Batterien. Nee, ist immer noch zu nah, ne? Scheiße, Leute, wartet mal. Eine gute Not jetzt dank Leiter ist ja der Golfplatz auch nicht entfernt. Da hat es ja nur so vor Batterien gewimmelt. Ist er denn? So ist besser. Krieg schon wieder Hitzeballon hier drin. Ja, Junge. So ist besser. Gut, also Stöcke und Steine und, naja, der übliche Shit, den man so braucht. Obwohl, wir haben doch eigentlich Stöcke im Lager, ne? Ein paar. Nicht mehr, ich habe gerade einen Zaun gesetzt. Achso. Aber ich hab Kelvin losgeschickt, dass er mal Stöcke holen soll. Nö, dann gehe ich da eine Ladung hingelegt. Dann gehe ich sammeln. Alles gut, dann mache ich jetzt den Speer auf die 6. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich soll hier nicht durchkommen, aber ich durchkomme. Das leuchtet nur weiß, das Kreuz. Aber warum steht das dann als Falle? Naja, weil es wahrscheinlich ein Magnet ist sozusagen, dass er die Leute anlockt. Bestimmt, weil die das zerstören wollen. Ah, okay. Das könnte ich mir vorstellen. Wenn ich noch an den ersten Teil denke, da waren doch immer diese Kreuze überall. Und jetzt hier in den Höhlen, dann schon hängen sie ja auch die Kreuze. Die haben doch was gegen die Kultisten auch gehabt, oder war halt mich da getäuscht? Niemand hat was gegen Kultisten. Niemand will ja auch eine Mauer errichten, ne? Och süß, das Eichhörnchen hat Menschen gemacht. Achso, stimmt, der dabei. Warte, niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten. Hey, warte mal, dann könnte ich doch rein theoretisch, also nur mal so was überlegen. Ey, hier, Fenrir, wir brauchen mal ein paar Stöcke. Jo, kommt hier. Guck. Ey, geil, Alter. Warte, da müssen wir noch mal ein paar holen. Muss wieder nachladen, Junge. Also, die Falle gefällt mir gut. Wenn wir da ein bisschen das Gelände bestücken damit, also immer mal wieder so ein Moped holen, Leute, dann wird das richtig nice. Dann kann auch mal so ein Dicker kommen. Stellt euch mal vor, da ist so ein. So, was beim letzten Mal kam, so ein Riesenbubble irgendwas. Wenn das da drin gefangen ist.
Habt ihr so einen Quabbel mal gehabt, ja? Da warst, ja, ein paar mal schon, warst ja. du da nicht noch dabei? Doch, da warst du dabei. Achso, ich dachte jetzt beim letzten Mal, wo ich nicht dabei war. Nee, da kam, glaube ich, nur humanes Zeug. Relativ. Ist ja immer relativ, ne? Aber da kommt der, also der richtige Schwabbelbabbel, der kommt noch, glaube ich. Den ja. haben wir noch nicht getriggert. Schwabbelbabbel. Die Schwabbel, die Schwabbel, die Babbab. Schwibbel, die Schwabbel, die Schwupp. Wieso macht der das nicht auch in der zweiten Tauschmittel? I'm the fat man. Die Katzenladies nicht okay. überspringen. Was macht denn unser Idiot? Kann man dem mal Stöcke holen schicken? Hab ich schon. Robin, der, okay. Stöcke. Das nervt nämlich hier. Robin, übrigens. hast mitgegeben? Ich hab dir zugehört. Ja, du hast mir zugehört. Das ist, das, ich glaube, das erste Mal in diesem Jahr. Aber so ein paar Spikes fehlen hier, mein Guter. Hier fehlt eins. Das ist wahrscheinlich da, wo du die Granate drin geworfen hast. Ja, als ob ich Granaten irgendwo hinschmeißen würde. Guck mich mal an. Der muss sich die halbe Palisade wieder aufbauen. Putschen, grüße dich. Hi. Was ich ein bisschen kacke finde, ist, dass das hier so nacheinander reingemacht wird. Was ist denn hier eigentlich los? Und hi. Also, Matthias, grüß dich mal lieber und danke dir für die für 6 Monate im Voraus mal wieder. Uiuiuiui. Hi, Lagschnitte, grüße. Gleich am nächsten Kalender machen, Robin. Genau. 17.04. Das liebes Tagesbuch. Wendler hat mir heute das erste Mal zugehört. Ich glaube, uns entwickelt sich eine Freundschaft. Der hat dich ausgetrickst. Der hat überhaupt nicht zugehört. Er hat nur so getan. Was? Sein Chat hat ihm wahrscheinlich geschrieben, was er sagen soll. Nö, mein Chat ist komplett schweigend. Was? Geht mal alle zu Fenrir rüber und macht da mal ein bisschen Alarm, Leute. Nein, bleibt wo ihr seid. Das war doch eben noch so schön ruhig hier. So, jetzt haben wir aber genug Stöcke, hoffe ich. Die scheiß Falle frisst wirklich viele Stöcke, muss man mal sagen. Yep. Ja. So Zaun übrigens auch. Wie viel müssen denn noch hin? Scheiße, wo ist denn eigentlich unser Moped? Ah, das unten links. Das Moped fehlt. Scheiße. Wenn ihr steht unten links, wie viel noch fehlen? Alter, jetzt hab ich. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Aber wo siehst denn du jetzt noch viele Spikes fehlen? Warte, zeige ich dir. Ach, du hast das Moped. Hä, wieso hast denn du das Moped jetzt schon? Da standen doch noch 2. Hä, warum kann ich jetzt die Stöcke nicht drin machen? Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt du musst erst zwei so eine Planken da neu klatschen. Genau, hier an der Ecke fehlt eins. Dann hatte ich, Moment, hier fehlt eins. Moment, bleibt mal da, hier wo ihr seid. Hier fehlt eins. Bleibt mal da, wo ihr seid. Bleibt mal da, wo ihr seid. Bleibt also mal da, hier, wo ihr hier. Au, Moment. Ja. Jetzt und Fenrir, fang. Jetzt bin ich reingerannt. Habt ihr einen Baumstamm über die Palisade geworfen? Robin, mach mal hier, wo ich stehe, stopp. Komm zurück. Achso, warte, ja. Mach da mal eins rein. Was sagst du so einfach, hier ist kein Platz. Jetzt mache das Ding dann, nein. Es geht nicht aufgrund von Steine im Weg. Na gut, dann lass halt alles so. Also ich habe mich ja trotzdem verletzt. Matthias, vielen lieben Dank für deinen Resub im 23. Monat. Dankeschön, mein lieber. Hallöchen auch erstmal. Bestimmt 6 Monate im Voraus. Oh Gott, Fertig, Fenrir. Ja, Fenrir, wir haben jetzt übrigens schon seit 3 Stream-Spikes um die Palisade herum. Also nicht mehr an die Palisade rankuscheln. Ja, ich habe mich nicht gegen Tetanus geimpft. Ich wollte es mal testen, ob das hier im Wald so ein bisschen, weißt du? Wie kann ich denn die Fallen aufheben? C gedrückt halten. Au, Mist, Scheiße, Mikro reingerannt. Oh, das ist eine komische Hitbox. Ich bin auch reingerannt. Ich krieg's nicht hin, Leute. Kriegen wir denn hier platziert, dass die Lücke sich schließen lässt? Ah, jetzt. Oder dass die da drüber hüpfen? Jetzt, Leute. So, und du sagst, dort, wo der Molly ist, ist auch der Auslöser. Genau. Weil wenn du die nämlich spannst, dann klappt die ja in die Richtung nach hinten, wo dieser Wurfarm sein soll. Der Wurfarm soll ja den Gegner an die Sichte klatschen. Ich kann die Tatsache nicht aufsammeln, ne? Na, ich hatte. Musste es auch 1000 Mal probieren. Was sagst du, Robin? Was gedrückt halten? C wie Cäsar. C wie Penis. Zähnis. Ich kann es aber, die hier kann ich auch nicht aufheben. Dort sehen es, Junge, dort sehen es. Ja, warte mal, drehen wir mal rum hier die Bude.
Man sieht halt auch gar nichts, ne? Jetzt, du musst dich ducken. Wenn du dich duckst, geht's besser. Entschuldigung, besser. Ducken? Ich glaube, ich muss meine Armmoderation nach Du hast sie doch schon in der Hand. Und herzlich willkommen zum Lauch selbst in die Fallen-Simulator. Ja. Was tust du da? Du hast sie doch schon längst in der Hand. Ja, hab ich doch. Hier. Alle tippitoppi. Oh, ist das schön. Man kommt hier rein und das Lager ist gefüllt. Es ist was drin. Man kriegt das Material, was man braucht. Alter, mir ist der Arsch eingeschlafen. Was ist denn hier los? Beweg dich mal mehr. Ich sag nicht mehr. Achso, Fenre, wir haben aber noch ein Motorrad. Wir können diese gleiche Falle jetzt nochmal an der dritten Türe bauen. Ja, dann machen wir das doch. Ja, ich zeichne schon mal an, mein Guter, ey. Moment mal. Ja, mach mal, ich geh mal Stöcke holen. Beutel umdrehen. Willst du nicht lieber das kleine Morgensternchen platzieren? Das machen wir noch zusätzlich. Ja, okay. Aber ja, platzier das doch hier. Das ist doch optimal. Warte, ich nehm's Moped weg. Mach das mal. Also ich möchte gern viele Fallen. Ich möchte Spaß haben. Und vor den ganzen Fallen machen wir dann Sprungfallen. Weißt du, wie lustig das aussieht, wenn so ein Mr. Ketchup durch die Luft fliegt? Das ist wirklich lustig. Ich sag's euch. Ist das so richtig? Bestimmt, ne? Aber nicht, dass wir jetzt hier ganz teuer die Feind. Moment! Das Reh testet den Zaun! Das Reh testet den Zaun! Ich wiederhole! Reh testet Alter Mann, Sappel, Junge! Ich muss hier einen neuen Follower begrüßen! Das Reh testet auch die andere Wand! möchte jemand Ferenz, vielen Dank Hackfleisch? Für dein Follow und herzlich willkommen hier bei uns. Dankeschön. Mist, wieder die Falle ausgelöst. Und sorry, Entschuldigung. So, wie hieß dein Zuschauer, der Follow gefollowt hat? Der Ferenc Michael. Ferenc Michael. Alter, Ferenc, hast mir wieder eine geklaut. Ferenc. Das weiß ich gar nicht, Junge. Oh Gott, war das geil. Benio, du weißt, was du verpasst hast. Was denn? Na, das Reh ist in den Elektrozaun gerannt und danach in unsere neue Mühlenmaschine. Wechselmaschine da. Ah, geil. Gibt's heute Abend geschnetzeltes, ja. Jetzt braucht er wieder eine Golfwagenbatterie oder habt ihr gerade irgendwas mit Golfwagenbatterie platziert? Ja. Die Falle braucht so, auch dann, eine. Dann war es zeitgleich, als ich gerade die Falle wieder aktiviert habe hier. Wir brauchen aber wieder Sticks, Alter. Sticks ohne Ende. Ja, ich bin doch schon sammeln wie Sau. Party. Stick me back. Dö. Wie so alle Voucher-Dings hier rumfeiern. So, warte mal. Hier sind rote Bäume. Finger weg von den roten Bäumen. Apropos Bäume, wir brauchen Bäume für diese Falle. Wie viel denn? 6 Bäume pro Pocky-Falle. Aber haben wir nicht, Seile, oh Gott, das ist teuer. Haben wir nicht noch, na ist doch egal, Seile haben wir doch. Haben wir nicht noch Bäume im Lager? Naja, nicht mehr so viel, also für eine Falle reicht es. Aber hey, wir haben einen Wald ringsherum, was ist jetzt daran so schlimm, wenn wir die Kettensäge schwingen? Ja, ich hack dir doch, sag doch einfach, lieber Wieso Beutel, du wenn du einmal... Du kannst Kettensäge schwingen, Kettensäge schwingen. Ach Quatsch, ich bin stark. Stimmt, ja, macht eigentlich mehr Sinn tatsächlich, weil du dann auch deine Stärke wieder skillst. Stärke! Au! Jetzt hab ich mir die Axt in die Fresse gehauen, das ist natürlich auch super. Keine Stickies. 404, grüße dich. Achtung! Böhmfeld! Böhmfeld! Alter, wie viel baust du denn aber auch, Alter? Naja, gut. Ich hatte mal gesagt, viele Fallen. Genau, hast du gesagt. Also, ich verstehe die Frage nicht. Was ist mit dem Baum? Was ist mit dem Böhme los? Könnt ihr schon mal testweise über die Seilrutsche bei euch da hinten so einen Baum rüberschicken? Weil ich habe die Schlitten mal platziert und hoffe, dass das wieder funktioniert, dass das alles im Schlitten landet. Schlitten. Weil die hüpfen ja immer gleich so weit, die Baumstämme. Achtung, kommt! Ja, gut, ich sollte die Schlitten vielleicht da parken, wo die Bäume landen. Ein Stück zurück. Ja. Jupp, das funktioniert schon mal. Ganz kleine Lieferpause mal kurz. Bitte, ich muss noch den zweiten Schlitten platzieren. Das Reh hat gerade wieder gerufen, dieses Reh, was Robin für eine Eingeborene hält. Naja, aber die hat der Helikopter, ist ja auch ein Reh mit Propeller, ich weiß. Das Propeller-Reh ist doch was Geiles. Ja, und da sind die Rehe, Leute. Und hier ist keine Eingeborene. Der Robin glaubt's immer noch nicht. Nee, glaube ich nicht. Rehe schreien Tatsache so, Robin. Aber nicht wie eine Frau. Doch. Nein. Bist du schon mal nachts durch den Wald gelaufen? Inklusive vom Wildschwein weglaufen, ja? Ja. Zur Brunftzeit.
Es wird dunkel, Leute. Im Dunkeln ist gut. Ja, macht Spaß, ne? Ja. So, da ich hätte ihm gewünscht, dass neben ihm so ein Fuchs gegrischen hätte, weil er das Bein in die Hand genommen, eklig. Alter. Oh, die haben so eine eklige Stimme. Das geht immer so hell. Ja, viel richtig geil. Ja, aber so richtig hoch. Das hört sich manchmal an wie so eine kreischende Frau. Robin, das Rehan übrigens wiederberufen. Ich hatte damals tatsächlich einen Fuchs neben mir im Wald. Ich dachte wirklich, da krepiert gerade ein kleines Kind. Ja, Füchse machen noch schlimmer sind Tatsache Kaninchen, ne? Oder Hasen an sich. Die machen richtig eklige Geräusche. Du musst mal. Das hatten wir doch letzten Mittwoch im Stream, Beute, wo ich doch hier das Mini-Bambi gekillt habe und mir dachte, die Alter, schreien Tatsache. Warum zum Geier sind diese Mini-Bambis so extrem mitleiderregend, wenn du sie mit einem Klüppel totschlägst? Du musst mal einen Igel beim Geschlechtsverkehr hören, das ist auch geil. Schildkröte beim Geschlechtsverkehr ist noch geiler. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt müsste sich Studi melden. Ja, Studi kriegt den Alert von mir. Po-Alert, das wollte ich da auch schon gemacht haben. Hab ich schon wieder vergessen. Sag mal, Virginia, was ist mit... Guten Tag. Ja, was will er denn jetzt? Oh, ich brauche einen Totenkopf. Hat jemand einen Totenkopf von euch? Ja, mit Sicherheit. Ja, da habe ich ein paar, glaube ich. Oder? Liegt's am Totenkopf? Ach ja, die Lampe vorne. Oder Bewegungsmelder, wie wir ja nennen, ne? Da müsste ich noch was haben. So, jetzt fehlt's Moped. Warte, nee. Moped. Moped 2. Also, jetzt will er Moped haben, ja. Und jetzt will er den Shuttle. Und Stöcke nochmal. Hat noch jemand Stöcke? Oh, nee, ich hab gerade alle meine Stöcke drin jetzt gewählt. Nee. Scheiße. Aber geht mal zum Lager. Der Calvin holt regelmäßig gerade Stöcke. Der bringt immer so 5er Stapel rein da. Okay, dann guck schon. Beutel macht wieder die ganze Zeit. Oh, fuck, das war ein Fliegenfilz. Oh, oh. Gute Nacht, viel Spaß. Nö, obwohl, alles noch okay. Hat ich habe ja ein bisschen Ausdauer gekostet. Eine Doku gesehen über Fliegenpilzkonsum und das ist ja echt eine übelst coole Sache. Das ist Fliegenpilze ja noch, sind gar nicht so giftig wie man denkt. Nö, das ist echt, du hast da einen Rausch, der sehr, sehr angenehm ist und ja, vergleichbar mit Alkohol, nur nicht so schlimm. Ja. Wir hatten ja den Wagensupplät hingestellt, hä? Du musst halt auf die Dosis achten ein bisschen, ne? Ja, ja. Und sonst konntest du wie ein Bier rein. Das ist ja auch ein Berserkertrank gewesen, ne? Ich bin oben im Bett, Freunde. Nicht nur das. Da war alles Mögliche drin. Ich hab gut, auch Urin und so weiter und so fort, ja. Ich hab meine Schlipper schon ausgezogen. Captain America, grüß dich. Schlipper aus, wir gehen ins Betten. Ja, ist ja schön, dass du die Türen offen lässt. Ich mach mal erstmal die Türen zu. Ach, Quatsch. Quatsch mit Soße, wer soll denn hier kommen? Die haben da jetzt alle Angst. Ich glaube nicht, Tim. Hä? 2 von 3. Ach, hier ist schon zu. Okay. Fehl ich noch? Robin, der rennt da unten. Ich hab erstmal die Türen zugemacht. Der hat's schon gemacht. Und dann haben wir Kopfschmerzen, weil wir schlechte Luft hatten heute Nacht. Ja, mit einem halben Dach. Hm? Siehst du, genau. Putschen, mit einem halben Dach, noch nicht mal Fensterläden davor, ne? Putschen sagt, oh, Fliegenpilz ist eine feine Sache. So, schauen wir mal Crackfruit rein. Crackfruit. Was war in deinem Weinbeutel? Was ist da drin? Gib mir's, ich will's auch. Verdorbenes Fleisch. In deinem Rotwein ist verdorbenes Fleisch? ganz großer Planungsfehler, Leute. Oh, Mann. Was ist denn los? Naja, schon mal versucht, mit dem Wagen rauszukommen jetzt? Ach, scheiß auf Wagen, ey. Scheiß auf deine Limousine. Ich schmeiß jetzt mein verdorbenes Fleisch ins Wasser. Für die Fische. Du sagst das nicht aufhängen, bevor es verdirbt. Ja, ich kann doch nicht alles auf dem Schirm haben. Ich baue hier Fallen, hol hier Stöcke und. Ja. Ich kann ja schon froh sein, dass du heute endlich mal nach 8 Streams auf die Idee gekommen bist, deine Tastenbelegung zu beschriften. Ich bin halt immer noch der Beutel, ne? Das darfst du nie vergessen. Total verpeilt. Ey, brauchen wir aber noch eine. Wollen wir nochmal holen hier so ein paar Dinger oder was? Na, das Problem ist, die sind ja jetzt dort nicht mehr da. Die sind ja jetzt nicht nochmal neu gespawnt. Aber ich würde hier gern trotzdem nochmal so ein Ding hinsetzen. Weil. Einfach. Aber es ist doch nicht der einzige Punkt, wo es diese Apparillos gibt hier. Genau. Hatten wir nicht sogar am Rand vom Golfplatz? War da nicht auch so ein Teil oder täusche ich mich da gerade? Ah, warte mal, die sieht man doch auf der. Nee, die sieht man sogar auf der Karte, Leute.
Stimmt, ja, aber nur wenn du in der Nähe bist. Achso, nur wenn man nur in der Nähe ist. Hm. Ja. Prost. Na ja, schnappt euch einen Gleiter und also geht auf unser Dach rauf mit einem Gleiter, fliegt los und wenn auf der Minimap bei euch so ein Symbol auftaucht, könnt ihr landen und das Ding holen. Niemand mag Klugscheißer, ja? Ist okay, ich hab nie wieder gute Ideen. Ist okay. Das geht ja, kann man sich von unserem Dach so weit hochschrauben. Das mal probieren. Oder? Wenn du immer im Kreis fliegst und dich hochschraubst? Nee, ich war der Meinung, das geht nicht. Müssen wir probieren. Wir haben letztens probiert, wo Beute und ich von der Höhle, wo du gerade geschartet hattest, ne? Wo wir dann nach Hause gegleitet sind. Ja. Da hatten wir einfach angefangen, immer mit einem Sturzflug kurz nach unten und dann relativ schnell wieder hochziehen, dass du an Höhe gewinnst. Aber das ist wahrscheinlich hier wirklich nicht hoch genug, Robin. Nehme ich mal an. Weiß ich nicht. Machen wir vom Dach. Probieren kann man es doch, vielleicht geht's ja. Kommt mal vom Stuhl aus. Wir müssten schon mal als Absprungvorrichtung einfach so eine Schildkrötenfalle da bauen, so ein Niedöns. Okay. Irgendwann raus. Wo der Stuhl ist, da kannst du nochmal. Ja, und guck mal, Fenrir, du kannst. Komm mal hier hinter in der Ecke. Oh, Scheiße, jetzt bin ich wieder. Du kannst hier auf den Stuhl drauf, auf die Lehne. Ist ein bisschen knifflig. Und dann kommst du richtig aufs Dach. Leg am besten erstmal das Ding weg, weil damit bist du da zu langsam. Musst halt direkt auf die Lehne. Mhm. Off. Ja, dann. Übungssache. Erstmal cool malträtiert hier. Naja, guck mal, was hier oben schon steht. Oh, Alter, ich komm nicht mehr hoch. Ich war doch gerade oben. Ich werde da mal irgendwas Besseres hin platzieren. Vielleicht eine Leiter? Ja, man kriegt oh Gott, ah! Erstmal die Klöten abgerissen. Okay, das geht nicht, sagst du. Oh, Alter. Übungssache. Vielleicht am besten nicht in die Richtung fliegen, wo man schon einen klinischen Tod stirbt. Oh Gott, ey. Du machst drei Rüstungen weg! Na, warte mal, Fenrir, lass uns mal gucken. Aus Norden kommen wir ja gerade. Habt ihr den? Geht doch. Wieso kann das Robin ich nicht? Talent. Wir nicht. Ich hab's ja noch gar nicht probiert, fällt mir gerade ein. Da fängt schon an, siehst du? Da fängt schon an. Ey, wieso komm ich denn jetzt nicht mehr aufs Dach? Jetzt, meine da Fresse. Da fing es eigentlich schon vorher an. Guck mal, Robin ist hier von hier hinten irgendwo gehuppt. Naja, ich bin die lange Seite entlang gerannt, dass ich auch ein bisschen Schwung habe, ein bisschen Anlauf habe. Was? Sag mal. Man kann sich hochschrauben, guck. Man kann sich hochschrauben. Das funktioniert. Au! Jo, Beutel ist auch abgestürzt. Ich hab mir auch voll die Eier abgerissen. Ich sag doch, die Eier sind weg, die kleben jetzt oben an der Palisade. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Ich bin am Fliegen, die zwei sind kastriert. Können wir dann mal irgendwie eine Oh Gott, das hätte klappen können. Tschüss. Nochmal. Was denn für Probleme, Alter, hat er irgendwelche, weiß ich. Robin, was ist da los? Oh, bist du zu dünne Luft hier oben? Ich wollte gerade sagen, Sauerstoffmangel oder was? Ich baue jetzt hier was anderes hin. Na, oder ihr macht wirklich diese Sprengfalle. Wir haben doch noch Schildkrötenpanzer übrig. So, warte, ich nehme jetzt nochmal. Also ich meine jetzt nicht Sprengfalle mit Dynamit, ich meine die mit dem nach oben schleudern. Ach so, stimmt, die könnten wir ja dorthin bauen, wirklich. Ja. Jo. Ich meine, ich hoffe, es klappt überhaupt, dass das damit dann schon geht. Weil Fenrir, es gibt ja eigentlich noch eine andere, ne? Du musst hinten über... Oh, Mann! Du musst hinten über die Ecke. Genau. Hinten über die Ecke. Über die Längsseite, also zum Seitentor rennen und dann auf der letzte Sprosse sozusagen abspringen. So, jetzt muss ich mich nur noch versuchen hochzuschrauben. Ja, immer so ein bisschen Sturzflug und dann wieder nach oben ziehen. Ach so, und das Moped sollte jetzt natürlich nicht so weit weg sein, weil wir können es ja nicht ins Inventar stecken. Das ist halt der Punkt, ne? Ja, da fahren wir wieder bald. So. Oh. Und ich bin dann einfach hier lang gerannt. Okay, ich bin nicht weit gekommen. Ich bin nicht weit gekommen, Fenrir, ich laufe jetzt. Ich hab die Schnauze voll. Warte mal. Schauen wir noch mehr von den kleinen von den großen Steinen hier und dann versuchen wir wenigstens euch die Startbahn schon mal fertig zu bauen, mehr oder weniger. Na oder wir gehen mal kurz ins Hauptmenü, speichern und dann sind ja die Mopeds wieder da. Stimmt ja, die Mopeds spawnen ja immer neu. Ja, wollen wir das so machen, bevor wir uns jetzt hier zum Ei machen? Dann komme ich mal zurück. Na oder du wartest noch eine Viertelstunde, weil dann wäre sowieso meine Folge vorbei. Ja, können wir auch machen. Mit einer Pipi-Pause verbinden, wenn ihr mal müsst oder so. Dann hole ich jetzt mal Stöcke und fülle mal unser Lager wieder auf in der Zeit. Das ist gut. Stöcke und Felsbrocken, weil der Kelvin holt ja gerade schon Stöcke. Ja, der ist langsam, der Sack.
Wir brauchen ganz viele Stöcke, weil ich dann noch so eine Falle bauen möchte. Na, wir brauchen aber Felsbrocken, damit mein Dach fertig wird, aka eure Startbahn. Ach so, na, Felsbrocken liegen noch ganz viele vor der Haustür. Ja, aber die musste ich halt immer bis zu vier, also vier Stück auf einmal hin und her schleppen. Wenn jetzt noch jemand anders mitschleppt, ist das schneller fertig. Ach komm, jetzt hör doch auf. Du willst doch nur nicht alleine arbeiten. Oh, nee, stopp! Hier in die Richtung. Was hast du? Was? Stopp? Hat sie in die falsche Richtung geschickt, das Holz? Das ist eine gute Idee, Ferenc, wenn wir dieses Sprungding oben aufs Dach platzieren. Dann habt ihr auf jeden Fall hier noch Höhe. Die Frage ist, ob es funktioniert, wenn du den Kleider gerade ausgerüstet hast, ne? Ja, doch. Ja, stimmt. Außerdem ist es eine Falle. Das ist eine Frage, ob die überhaupt bei uns funktioniert. Pass mal auf. Oder wieder die Abschlussfallen nur bei Gegnern. Die funktioniert auch bei uns, ja. Wir haben doch die Abschlussrampe, Leute. Schreib mich nicht so an. Ja, stimmt. Warum nehmen wir die nicht? Die hatten wir schon. Ja, ja, klar. Mhm. Ja, dann bauen wir die. Oben aufs Dach gestellt, fertig. Ja. Und vielleicht noch eine kleine auf die Terrasse gestellt, damit wir halt oben aufs Dach raufkommen, ganz gemütlich. No. So, wo willst du jetzt deine komischen Steine haben? Oben aufs Dach, als Decke. Mach mal hier die scheiß Tür auf, wo ist denn hier die Hitbox, Alter? Ah, hier schreit wer. Ja, das hab ich jetzt auch gehört, das klingt doch anders als ein Reh. Ich hab mal alle Türen aufgelassen, damit die reinkommen. Ja, wie immer. So, was? Wie mache ich das? Oh Gott, vielleicht... Zeig dir das an, wie beim Torbau sozusagen, dass er dir einen Pfeil so anzeigt. Aber musst du aufpassen, dass du nicht einen Querbalken setzt, sondern wirklich so eine... Längsbalken? Naja, ich weiß es nicht. Also er versucht einmal zwischen den Säulen noch einen Balken einzuziehen und einmal will er dir oben eine Decke ziehen. Okay. Alter, das ist... Nee, hä, da klaut uns einer Holz? Was? Was ist denn mit dem? Wie jetzt? Warte mal hier, das ist tödlich. Mein Holz klauen willst du oder was? Hat der einen Baumstamm in der Hand oder was? Ja, ist mit dem Baumstamm weggelaufen, hat einen weggezerrt. Ach ja, der ist da runtergerollt, da war ich zu faul, den zu holen. Jetzt ist er tot. Ja, klauen ist hier nicht, Freund. Also, Robin, dein Freund Micha, der will immer, dass ich dir Granaten in die Hosentasche stecke. Soll ich das mal machen? Also, genau, weiß ich auch nicht, was der da hat. Also, der hat vorhin auch gemeint, dass ich, wenn ich Granaten brauche, dann nur warten muss, bis du sie wirfst. Witzig finde ich das. Du nicht? So ein bisschen, Robin, hier, fang! Boom! Ich habe da noch eine von diesen Brandfallen gesehen, die steht noch am Weg rum. Ich habe hier schwere Fallen. Boah, was ist denn hier? Diese scheiß Balken. Na, wo sollen die Steine hin, Robin? Hoch an der Decke. Oben in der obersten Etage, da ist ein Lager, kannst du einfach reinschmeißen. Musste vier. Ach so. Ich bring die immer gleich an. Ja, oder anbringen, ja. Wie ihr wollt. Fenrir, nicht nur mit dreien rumrennen. Vier. Genau, immer vier. Ich hab's noch mit dem Arm, Junge. Kurze Wege, verstehst du? Nimm den anderen Arm. Der ist kaputt. Hä? Moment mal. Der eine Arm ist, mit dem hab ich's und der andere ist kaputt, weißt du? Achso, du hast eine Affäre mit dem einen Arm, verstehe. Ah ja, kennt genau. Man. Naja, also wenn du dich draufsetzt, ist eingeschlafen, ist die Unbekannte. Ist die Neue. Haltet euch die Ohren zu, Kinder. Ah, ihr dürft das Spiel gar nicht. Kinder dürfen das Spiel gar nicht gucken und spielen. Genau, mein Stream ist auch ab 18 und meine Videos auf YouTube auch. Und ich sowieso, mein Charakter ist auch erst ab 18. Jo, Männer auch. Hast du schwer die Hose ausgezogen oder was? Naja, wie immer. Kennst mich doch. Ach wohl, du kennst meine Gartenbilder gar nicht, ne? Oh Gott. Ich hatte Bauchschmerzen vom Lachen, als es um den Raketenofen ging. Ich hatte Bauchschmerzen vom Lachen, als es um Suppe kochen ging. Nee, zum Glück hast du aber in diesen Videos eine Hose angehabt jeweils. Ich bin halt im Sommer gerne nackt im Garten und manchmal schießt Jane davon Fotos. Und ein paar Leute von meiner Community gesehen. Unter anderem. Achso, die Onlyfans-Leute, ne? Ja, genau. Matthias, nee, danke, ich hab keinen Durst. Bau noch eine Treppe hoch aufs Dach. Na, da wollten wir ja so ein Schildkrötenhüpfding nehmen. Weißt du wie? Das ist doch viel lustiger als eine Treppe. Aber stimmt, kann ich mal bauen. Haben wir noch Schildkrötenbänzer?
ist denn hier? Sag mal, ist das hier auch richtig, was ich hier mache? Jetzt hab ich Scheiße gebaut, siehst du? Deswegen sollte Robin das machen. Ich hab keine Ahnung, was man... Obwohl, der hat, aus, als das der hat aber hier auch so eine Balken. Ja, da bei mir ist jetzt auch so ein Balken gekommen, so ein blöder. Na, warte Wenn du linke Maustaste drückst, knallt dir das Ding gleich komplett drin. Boom. Ja, und das sind die, die ich meinte, die halt verhindern wollten. Ach so. Das ist wirklich tricky mit den Hitpoints, das so zu finden, dass er wirklich oben die Decke nimmt und nicht so einen Querbalken. Da macht dein Scheiß selber. Aber deswegen meinte ich, entweder ihr könnt selber bauen oder wenn es euch das so tricky ist, dann einfach hier ins Lager reinschmeißen. Okay. In welches Lager? Kevin, wenn du nicht aus dem Weg gehst, dann scheuere ich dir eine. Henry? Komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch, sprich. Komm mal hier hoch. Diese Lager, die drei Stück hier. Direkt vor dir. Dann die drei Holzstempel hier, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, es gibt halt kein anderes Lager. Wo waren jetzt noch hier auf dem Boden? So, warte mal, wie heißt denn das Ding, dieses Schildkrötenhüpfding? Oh, gute Frage. Warte, das Ding ist im... Ah, hier, Sprungfalle, da ist es. Hat noch jemand Nein, nicht Sprungfalle. Doch. Hier, Sprungturm. Nein, Sprungfalle. So, wir wollen beides, Fendi, wir wollen beides. Die Sprungfalle da ungefähr jetzt so wie beim Stuhl als Steighilfe aufs Dach. Genau. Und dann das richtig große Ding, diese Absprungschanze oder wie das Ding heißt, dann richtig nach zum Hochschleudern. Dann setze ich die mal hier hinter. Ja. Und der Michael, der hat noch geschrieben, man kann sogar, während man nach oben geschleudert wird, einfach das Ding ausrüsten. Wir brauchen Stöcke. Stöcke. Ich brauche die ganze Zeit Stöcke, aber unser Kumpel, der Kevin... Du wirst doch wieder was geholt haben. Der flitzt ja in einer Tour hin und her. Ein bisschen fleißig war er, ja. Kann mich nicht beschweren. Manchmal kann er auch was. Erst wie ich heute, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht mal, wo ich das her habe. Ja, mit diesem kognitiv teilmöbliert. Aber ich muss es ständig betonen heute. Ich weiß ja auch nicht, hast du viel Fernsehen geguckt oder was? Ich hab wieder rum und gesagt, okay, funktioniert. Muss man die dann immer wieder oder geht die? Ah, die musst du neu laden. Okay, das ist natürlich. Das ist geil. Zum Geil. Das knallt. Virginia. Vielleicht machen wir wirklich eine Treppe. Schieb dein dreifach Arsch mal aus dem Weg hier. Okay, jetzt mach schon mal keinen Fallschaden. Das macht definitiv keinen Fallschaden. Der will jetzt hier schon wieder die. So macht's ruhig. Oh, ist aber easy zum Raufkommen, ja. Ja. Gefällt mir. Ey, sowas könnten wir ja auch machen, um in die Festung rein und rauszukommen, während die Tore zu sind. Obwohl, reinkommen scheiße war, dann kommen die ja bei uns rein, die anderen. Ja. Okay, aber dass man die immer wieder nachladen muss, das ist aber neu, oder? Und das gab's doch früher nicht. Also im Early Access. Da hatten wir die gar nicht gebaut, in Early. Kann ich ja nicht sagen. Doch, ne, ich habe einen ganzen Strand davon gebaut und dann hat sie mal Mr. Ketchup übelst in die Luft geschmissen. Dominik, grüß dich. Einfach bitte. Also vielleicht ist eine Treppe wirklich sinnvoller. Ja, ich bin am Verhungern, Leute. Ich hab's auf dem Schirm. Ich fress mal Fisch. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt eine Treppe bauen soll, dann muss ich erstmal noch eine weitere Reihe an Boden reinziehen, nach außen hin, damit du überhaupt darauf kommst, auf die Treppe vernünftig, ohne immer da das mach rumspringen ich dir. Zu müssen wie so ein Cliffhanger. Das mach ich dir, mein guter Robin. Na gut, wir könnten uns... Das wäre eine Idee. Wir könnten... Moment. Ja, habe Idee. Habe Idee. Tut weh im Kopf. Habe Idee. Wir brauchen Bäume. Bäume, das sind genug Bäume. Hier liegt doch alles rum, Junge. Du willst Bäume, du kriegst Bäume. So, Moment. Was ist hier los? Kopf an die Haut, ey. Wir können uns nämlich eine Treppe einrichten, die von unten vom Erdboden aus hoch aufs Dach führt. Ja, da ist mein Besuch. Okay, nee, unsere Falle funktioniert auch bei Rehen. Kann ich da aber jetzt aber selber reinrennen? Okay, wenn die einmal... okay. Das hat mir jetzt zwei Rüstungen gekostet. Schwingt die jetzt für immer und ewig? Ist das so ein Perfidium Mobile? Ja, komisch, oder? Alter, das hat mich zwei Rüstungen gekostet, das Ding. Das ist richtig hart brutal. Ah, what the fuck? Man kann es an dem Morgenstern wieder aufhängen. Okay, Fenrir hat die Sprungfalle entdeckt. Alter, ich laufe hier lang, fliege ich erstmal voll in die Luft.
Wie gut, warte mal. Und da fällt mir was ein, was ich offscreen mal hier überall hinbauen werde. Ach scheiße, ich bin ja nicht der Host. Das ist nämlich lustig, wenn du hier überall die Fallen hinbaust und die Jungs, die wissen oh, nicht. Oh Gott! Ich bin hängen geblieben. Ja, das wissen wir alle. Ja, das haben wir schon lange gemerkt. Nee, warte mal, ich mach das mal. Ja, tun wir mal so, als hätten wir einen Hang für Symmetrie. Symmetrie was? Symmetrie. Die siebte Symmetrie von Mozart? Das war Sinfonie. Ey, das geht. Hier, Leute, guck mal. Über euch. Moin. Oh, ist das jetzt nur mit der Kleinen gemacht, oder wie? Ja. Ah, okay. Dann brauchen wir die Große gar nicht mehr. Dann können wir das Material sparen. Brauchen nur die Kleine. Alter, Beutel, du Penner! Der hat gesetzt. Boah. Hat der mir zwei Rüstungen aus dem Arsch geschossen? Entschuldigung, das war Robin. Nein, ich bin am Treppe bauen. Ich wollte ja nur mal testen, ob man in der Luft auch Schaden bekommen kann von Bodentruppen. Ja, das hatten wir auch getestet, als er vorhin zu uns flog. Mal gegen den fallenden Baum verpasst habe. Jetzt, ja! Oh, schade. Ey, das können wir mal probieren. Das können wir echt mal probieren. Du fliegst ja die ganze Zeit rum und ich fälle Bäume und wir versuchen dich mit einem Baum da runter zu holen. Aber also da musst du gleich die nächste Folge anmoderieren, aber damit sowas wie Hello, my name is Johnny Knoxville und this is Jackass. Moment, jetzt brauchen wir einen anderen Schlitten. Haben wir gleich. Moment. Yeah. So, hier unten brauchen wir auch noch Bäumchen. Bäumchen. Also die Falle ist jetzt wieder aktiv. Die pendelt dann eine Weile oder was? Und dann... Nee, du musst dann an dem Morgenstern, der da hin und her schwingt, musst du rangehen und dann da E gedrückt halten. Ah, okay. Also nicht reinlaufen, sondern nur rangehen, jawohl. Ja, aber das ist gut, dass die ja trotzdem eine Weile pendeln. Das finde ich super. Die hat Langzeitwirkung sozusagen. Das ist gut, das gefällt mir. Weil die andere hier, die Moped-Falle, die ist ein bisschen sehr schnell Besuch, zu Ende. Besuch, ne? Besuch von rechts. Haben wir da schon Fallen stehen? Nee. Ja, doch, eine Schredderfalle steht schon. Aber noch sind sie uninteressiert. Vielleicht kann ich sie dazu bewegen, Bäume mitzuschleppen. Das wäre eigentlich ganz gut. Da kommt wenn die fliegt die ganze Zeit umher, weißt du? Wir sind hier am Acker und kämpfen und dann können wir I believe I can fly! Guten Tag! Au! Deine Kleider? Was willst du denn? Bescheuert oder was? So ist meiner jetzt so langsam? Achso, okay. Achso, wir brauchen Köppe. Ich nehme den mal mit rein zum Lagerfeuer. Hattest du heute nicht schon einen? Ja, den hatte ich verbaut. Alles klar. Oh. Verstehe den Humor nicht. Alles gut. Musst du nicht verstehen. Hier liegen ein paar Tote. Ja, bring die mit rein. Wir brauchen Knochen, Köppe und sowas. Was? Wie viel Knochen denn noch? Ach so, wie süß du mich. Wir haben einen Knochenständer voll, wir haben einen Schlitten voll. Was? Zweiter, du hast einen Ständer? Was? Ja, ein Knochenständer. Ferkel. Boner. Ein Bone-Boner. Nee, ich brauche eigentlich bloß Köppe. Da fehlt... Oh, jetzt fehlt ja wieder Äste. Der hat Goldrüstung an, den du gerade schleppst. Oder sie. Naja, gehört ja, auch. Den gehört aber ihm. Ich finde es immer noch schade, dass man denen die Rüstung nicht wegnehmen kann, ne? Und dann selber tragen kann, wenn man sie gekillt hat. Ja, das wäre schön. Chat, ihr seid heute so ruhig. Seid ihr denn noch da? Bei mir aber auch hier ist alles. Oder seid ihr schockiert? Na, vielleicht genießen die das einfach. Die sind alle auf der Couch im Lurk und genießen das einfach. Würde ich nicht anders machen. Bergfest, ne? Würde ich nicht anders machen. Na, wie es Gunther gesagt hat, kaum sind alle drei wieder zusammen, bricht das Chaos aus. Und das ist ja nichts Neues. Denn da jetzt die Lücke nicht voll. Ach, Mann! Wie mehr ab, Scotty? Achso, muss ich jetzt mal sagen. Regen Sie sich doch nicht auf. Das bringt doch nichts. Das führt zu nichts. Ich glaube, da hinten lag noch irgendwo. Wer Kopf schießt rum. Hier? Ist das Virginia? Meine Oma. Ich war's. Ja, hau ihr lieber mal Stöcke rein, Bruder. Was denn jetzt schon? Du und deine Stöcke immer. Hau jetzt die Stöcke rein.
Ja, warum? Ihr Gunther sagt gerade, warum die was sagen sollen, wir sind doch sowieso laut genug. Was? Gunther ist munter, siehst du, Trümmerleute ist auch noch da. Ja, siehst du. Sind nicht alleine. Und Oliver und Micha. Und die anderen sind auf der Couch. Na, sag mal, Alter, dieses Gebüsch. Kuscheln in Ruhe und zugucken. Kuscheln, kuscheln ist was Feines. Was? Was hast du, Virginia? Was ist denn los? Virginia, Virginia. Die findet's voll erotisch. Wir brauchen mal einen neuen Anzug für die übrigens. Was findet die erotisch? Ja, wie ich hier mit der Axt rumhantiere. Ja klar, mach das mal nackt und zeig ihr dabei dein Po. Dann wirst du die erstmal für den nächsten Stream nicht mehr los. Ist so, ja, hab ich alles probiert. Werde ich ja so schon nicht mehr. Werde ich doch gerade schon nicht mehr. Die ist völlig rattig, ist die. Rattig. Spitz wie Nachbars Lumpi. Jo. Sorry, Leute. Das ist halt sächsischer Humor, ne? Wir sind halt ein bisschen anders bei Ossis. Läuft hier was hinter mir, ich kein Ossi bin. Ich bin eingebürgert. Ich bin eingebürgert. Jungs, ich hab grad abmoderiert. Wollen wir da mal ganz schnell diese Neustartgeschichte machen oder jetzt doch nicht? Ja, warte. Munter ist munter und haut Beutel in den Arsch, du Kukumber, was? Scheiße. So, wieso macht der? Er hat ja den Baumstamm geklaut, den ich hier hingelegt hab. Ist nicht dein Ernst. Ich nicht. Ja, hier in Virginia war es, die alte Drecksau. Was ist hier heute? So, jetzt fehlt ja eigentlich nur noch das Moped und noch ein paar Stöcke. Hast du noch ein paar Stöcke? Ja, aber erst muss das Moped rein, das ist ja das Problem. Okay, dann gehen wir rein, speichern und dann... Mach die Tür zu hier. Mach das Brett zu, Alter! Bist du doof? Mach die Bude zu jetzt! Was ist denn hier los? Ja, und die Stämme einsortieren, sonst sind sie nach dem Einlocken wieder fort. Ne? Und dann heulst du. Ich heule überhaupt nicht. Robin, oh, warte mal, Virginia will mir was zeigen, ja? Was? Die wollte mir was zeigen. Oh. Jungs, wollen wir da irgendwie mal reingehen? Ja, guck mal, die will... Ja. Was machen wir? Könnt ihr vielleicht unten lang laufen? Ich hab da was für euch als Überraschung vorbereitet. Okay, ja, weil du es bist. Nee, nicht schon wieder, ey. Da fliegen wir erstmal gerne durchs Gebäude oder so. Nee, dann funktioniert nicht. Bei mir hat es nicht funktioniert. Nicht mal. Nee, das funktioniert nicht, Robin. Er merkt sich mal. Was liegt? Und den Mike kriegen wir noch einen Angriff rein gerade. Aua, das tut aber weh am Kopf. Jungs, die sind drin. Ja. Die Falle ist nicht ausgelöst worden. Ich bin gerade ziemlich halb tot. Alter, was hält denn hier aus? Und vor allem, wieso? Alter, sag mal, der ist ja immer noch am Leben. Er steht wieder auf. Das ist so ein Selbstanzünder. Kopf abgeschossen, okay. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück an YouTube. Eigentlich, ich nehme jetzt auf, wie die sich voll erschrecken. Aber wir sind wieder voll drin im Geschehen. Aber voll ja, drin. Wieso hat es denn die Falle nicht ausgelöst? Ah. Ich sag nicht, die sind durchgelaufen. Ja, und weil es diese Brandfuzis waren, die sind ja, die kümmern es ja nicht, wenn sie brennen. Oh, Virginia aufhelfen. Die haben Virginia ins Haus geprügelt. Oh Gott. Jetzt hast du die nächste YouTube-Folge an. Ich dachte, ihr wolltet Pinkelpause machen. Nö. Ja, eigentlich bloß eine ganz schnelle Neustartpause war das. So gedacht. Nö. Ich sag einfach nö. Ich hab jetzt bloß schnell die nächste YouTube-Folge angeworfen, weil ich dachte, ihr erschreckt mich volle Kante durch diese Sprengdinger im Haus jetzt. Das ist so lustig, dass Robin meinen Humor einfach nicht versteht. Los, hier speichern und ab neu starten. Na. Hab ich jetzt gespeichert oder nicht? Hab ich jetzt oder nicht? Ey, scheiße, ich hab ja komplett meine Rüstung verballert heute. Das ist ja geil. Was ist hier los? Ja, der Fight gerade hat mich auch eine halbe Rüstung gekostet, komplett. Halbe Rüstung! So, habt ihr speichert? Ihr speichelt.
raus, oder? Gespeichert? Gut. Okay, dann Neustart. Alle raus, Benden! Und ja. Während wir Neustart machen, sage ich mal, macht bis heute auch nicht nachher sowieso ungesund und teuer, die kauft mir extra E-Mail dafür. So, jetzt muss uns der Robin wieder einladen und dann sind die Mopeds wieder da. Aber, bevor wir die Mopeds holen... Ja, warte mal, irgendwas... Oh, jetzt kannst du... Gehe ich mal kurz auf Toilette. Achso, ja, weiterspielen. Aber erst, wenn wir im Spiel sind, damit ihr seht, was die anderen verzapfen. Und ich sage euch, die verzapfen so einiges. Die sind nämlich nicht mehr ganz normal im Kopf. Sorry, wieder zum Glück habe ich mein Mikro gemutet und die hören mich nicht, diese Idioten. Ja, jetzt höre ich aber wieder, weil ich bin nicht mehr gemutet. Nee, ich habe gerade noch kurz mit dem Chat geredet. Warum tust du das? Ey, Chat, warum tut er das? Warum redet er mit euch und nicht mit uns? Ja, aber bei mir schreien sie wenigstens was, also rede ich auch mit ihnen. Oh, jetzt fängt er an zu flexen, weißt du, jetzt kommt's hier. Nee, eine alte Muschi, ey. Schaut hier. Eine alte Freundin ist endlich. Seit langer Zeit haben wir wieder angefangen zu schreiben und. Oh, ist gerade bei mir anwesend im Chat. So, okay, ja, ich bin meine auf dem Freundin Dach. Ist seit langer Zeit wieder. Nee, das Yeah war wieder Sprungvorrichtung. Ich hab mich gerade scharf geschaltet und wurde sofort hochgeschleudert. Ich bin ein bisschen erschrocken. Robin! Ja. Hier ist einer. Der Kevin, der sitzt dort ganz hinten auf der Wiese und kifft ein. Ich seh's schon hier. Der sitzt da ohne so, Scheiß. Ja, sowas von. Der, ja, der sitzt dort haben. Und raucht einen Joint. Was ist denn mit dem? Ey, wir müssen den besser erziehen. Das geht ja, so nicht. Ja, weil wir neu geladen haben, braucht er wieder neue Befehle sozusagen. Von hier einen Kopfschuss geben, Alter, so, ganz aber, ehrlich. Warte mal, ich muss mal kurz diesen Stuhl. Kann mal jemand die Falle hier oben wieder regenerieren? So, die mach ich Feuer unterm Hinter, du Sau. Bitte. Danke. Ich kann mit dem Stuhl hier hochhüpfen. Wie geil. Wow. Geil. So, Freunde, ich setze mich hier hin und wir beobachten jetzt, während ich auf Toilette bin, die anderen. Habt viel Spaß. Nehmt das Ding aus meiner Fresse. Du hast voll Blut an der Knarre vorne kleben. Kannst du die mal putzen gehen? Nee, das ist doch hier der Look. Das ist der Look. Look. Bis gleich. Bis gleich. Hab ich den in die Schusswunde reingehalten noch. Die Bude. So, Fenri, lass dir mal schnell was einfallen. Was machen wir jetzt, während er weg ist? Und ein Streich? Alter! Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, Fenri. Wenn irgendwas passiert, sage ich, das war deine Idee. Moment. Machst du jetzt nicht. Doch, Moment. hallo? Sag mal, was ist denn? Oh ja, natürlich, Fenrir springt daneben. Wie hohl kann man sein? Fenrir, ja. Was meinst du, wie schnell ist denn der wieder da? Lohnt sich das hier zu warten? Weiß ich nicht, da raucht wahrscheinlich noch eine oder zwei, drei Züge oder so. Ja, mit Sicherheit. Wir werden es ja hören, wenn er wieder da ist. Aber er sieht das bestimmt, oder? Wenn er da sitzt. Ich weiß es nicht. Ich meinte ja in den Clips, die ich von deinem Stream gemacht hatte, hast du ja bestimmt mitgekriegt, ne? Ich dachte ja auch, dass man mich nicht sieht, aber man hat ja dieses POV ist ja wirklich schon 180 Grad Sichtfeld. Mhm. Ich fühle mich jetzt nicht angesprochen, wenn der Summer sagt, ja, vielleicht, weil der Summer im Namen zu stehen hast. So, ich war aber eigentlich am Treppe bauen. Ja, was wollte ich noch machen? Irgendwas. Dinge. Ah ja, wir wollten doch dann die Dinge holen. Hier, nochmal diese Apparillos. Die Nightwies. Ja. Nennen sie einfach Moped. Nightwies. Guten Abend, Hallöchen, Plattfuß, mein Lieber, ich grüße dich. Alles klar? Ah,
Ach, dieses Spiel ist manchmal sowas von, also das Bausystem, also, boah, echt jetzt? Immer, weißt du? Ja, das ist super. Ja, ja, ja. Muss ich erst noch hier einen Balken drunter setzen, dass das dann gerade machen möchte, oder wer, oder wie, oder wo, oder was jetzt hier? Wenn ich das einfach hier platziere, dann ist das tiefer, dann wird das schräg. Wird aber da so eine kleine Plattform machen, wo man dann hier hochläuft auf die Plattform und dann die nächste Treppe nimmt. Parkourläufer, ja. Ah, nee! Ja, gerade weggenommen, sorry. Ihr seid ja bald fertig. Noch lange nicht. Wir sind ja nur am Base bauen. Story bald, ist noch nicht bald, gemacht, großartig. Bald fertig ist relativ. Da muss noch so ein Achtelding drauf. Ein Achtelding? So, mit den jetzt hier drauf flansche. Jetzt sag nicht, das geht nicht. Komm schon, Spiel, bitte. Boah. Trink dir mal ein bisschen Champignonsuppe hier. Oh, lecker. Oh, geil. Mm. Übrigens, Funfact, wir können Pilze anpflanzen. Geil. Oh, lecker. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Spiel, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt wieder so. Waffen haben wir noch nicht alle. Uns fehlt noch das Jagdgewehr. Ja, der moderne Bogen. Der moderne Bogen fehlt uns noch. Oh, dieses Spiel, ne? Was noch? Und der Revolver fehlt uns noch. Stimmt, der fehlt auch noch, ja. Dieses Spiel will mich rollen. Hast du jetzt ich roll gleich rückwärts. Ja, genau, ich will die Treppe auseinandernehmen. Genau. Oh, komm schon, Spiel, bitte. Ich hab nicht mal zur Treppe geguckt. Oh, was? Krieg ich denn das so hin? Mann. Mobbing-Spiel gekauft? Ja. Mobbing-Spiel gekauft. Was? Sag mal. Geh doch jetzt mal da. Oh. Guten Tag. Hi. Was ist denn hier los? Jetzt kommst du. Ja, deswegen will ich das ja gerade so machen, dass man hier so eine Plattform hat, aber ich krieg diese Plattform nicht hingedeichselt. Geil. Alter, nicht ganz. Ich bin voll ausgeruht, Leute. Ich bin voll ausgeruht. So. Ja. Oh. Ja. Okay. Oh. Jetzt habe ich aber Schaden gekriegt. Upsi. Upsi. Der Fallschaden, der kam erst so 10 Sekunden später. Hm. Na gut. Naja, du bist halt mit Kelvin verwandt. Ja. Ah, guck mal. Jetzt hat er gerade bekommen. Wollen wir kurz schlafen? Ja, und dann wollen wir dann nochmal los, die Mopeds holen, oder was? Genau, genau, ey, Moped holen, ey. Dann schleppe ich auch nochmal 4 Steine Spiel mit hoch. Will mich rollen, dieses Spiel will mich einfach noch trollen. Ach, jetzt geht's, oder wie? Nee, geht's nicht. Ey, aus dem Weg. Robin, komm pennen. Okay. Robin, komm pennen. Okay. Ich schlafe heute mal in deinem Bett, okay? Robin, komm pennen! Hä? Robin, komm pennen! Endlich ist sauer! Ich hab gespeichert vorher. Die sind im Haus. Nee, das ist Kevin. Wer hat hier schon wieder die Türen aufgeladen? Au! Okay. Irgendwie hab ich keine Munition hier mehr. Oh Gott! Aua! Aua! Ich hab gar keine Rüstung an. So, einer ist weg. Virginia ist mit am Start. Ja, da vorne prügelt sich noch. Warte, ich mach mal die Fallen neu. Ja, bin auch dabei. Raus aus den Fallen. Alle neu gesetzt. Raus aus den Fallen, sonst brennt ihr. Yep. Ich muss mal Medizin nehmen und... Leute, den können wir häuten hier. Na, warte. Ja, wir haben doch Gegner draußen. Ja. Mach die Tür zu. Da kommt er. Da liegt er. Und das Morgenstern-Ding einfach nochmal drüber geheizt. So, okay. Flöten geschossen. Ich würde sagen, habe fertig. Warum haben wir eigentlich die Tür? So, was? Wen können wir heute? So. Inja. Heute. Den zuerst ist zuerst gestorben. 3, 2, 1, los. Ach, ich kann gar keine mehr aufnehmen, glaube ich. Ah, dann schmeiß ich uns schnell rüber.
Hinter dir, Fenrir. Ja, so hab ich. Staubsauger. Nee. So, hinter dir sind 3, 2, 1. 3, 2, 1 und ah, ich bin schon dabei. Nein, er ist dran, schnell, Fenrir. Nein. Oh, verschissen. Aber da, hier ist er hingefallen. Du jetzt das vom Beutel einfach. Hier, da, irgendwo an der Tür muss es liegen. Da. Was, wo, hä, was? Hier irgendwo. Das ist durchgeglitscht, oder? Ich seh nix. Wo ist denn? Das durchgeglitscht, ich seh's nicht. Oh, da draußen ist ja noch einer. Da rennt immer noch so ein Fuzzi. Also, ich mach mal hier. Komm mal ran hier auf den Meter, oder wie? Wo Achtung, geh du? Weg dort, Fenrir. Die Kugel ist wieder aktiv. Ja, sonst krieg ich... Active. Sonst krieg ich eine aufs Maul. Ich bin ein Schweißkranz, Idiot. Au, ich bin in... danke, jetzt ist hell. Warte mal, hell? Hab ich denn nicht noch irgendwo Glühbirnen? Nee, hab ich nicht mehr, aber wenn ihr noch welche habt, probiert die mal an dem Zaun anzubringen und mal gucken, ob der dann leuchtet. Glühbirnen, wo sind denn Glühbirnen hier? Au, was ist denn das nur? Au, das sind die Spikes. Eine Rüstung weniger. Nee, kann ich nicht anbringen. Ah, okay, das ist mir zu blöd hier. Ich gehe wieder rein. Henry, komm rein. Beutel essen und trinken. Ja. Bin ja schon dabei. Was drin? Was essen wir denn heute mal? Oh, Stöbsch, machen wir mal eine Suppe. Lass uns schlafen gehen. Ach so. Erstmal schlafen. Alt fit. Geh mal zur Seite, Baby. Oh, ey, die ist so dumm. Dumm wie Brot. Oh, nochmal speichern, dass wir jetzt eine halbe Rüstung weniger haben. So. Gute Nacht. Jetzt Nächte. Na, endlich konnten wir mal durchschlafen hier. Du bist durstig, du hast Hunger. Also, die Glühbirnen könnt ihr mal hier gerne mal irgendwo hier ins Regal reinhauen. Da würde ich mal was rumbasteln, rumprobieren wollen. Warte mal, ich mach mal. Mach mal ein bisschen Crackfruit, Alter. Wir müssen gucken, wir können nämlich irgendwann, können wir auch Scheinwerfer bauen, da müssen wir aber auch die Blaupause finden. Da ist Mr. Ketchup und so, sind jetzt auch noch da. Auch noch. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Oh, da sind zwei Mr. Ketchup. Ich wollte eigentlich... Alter, geh mir doch mal... Kelvin, du behinderter Vollidiot. Dann los. Mr. Ketchup und sein Freund Mrs. Ketchup. Mayo. Ketchup und Mayo sind da. Oh, guten Tag. Warte doch mal, wir müssen die Falle benutzen. Lass sie in die Falle latschen. Sagt mal, liebe Zuschauer, stellt der Kelvin eigentlich die Fallen automatisch wieder auf, wenn wir den auf Festung in Standhaltung setzen? Wie blöd ist sie denn, Alter? So, hab ich jetzt alles zusammen? Wenn der jetzt noch näher kommt, stirbt er. Zwei Arme und ein Bein. Wir brauchen noch ein Bein, Leute. Wo ist denn mal Bein? Da ist ein Bein. Jetzt hab ich's. Also, Travis meint, er macht das wohl nicht. Das ist schade. Was kann der Typ eigentlich, außer... Ja. Fertig. war hier nicht noch eine Falle? Wo ist denn die hin? Wasser. Ach nee, die hat die gar nicht platziert, siehst du? Virginia, die macht euch schon wieder großartige Dinge. Was ist hier los? Ich hab Gammelfleisch. Haufenweise Speere, ne? Apropos, ihr braucht ja noch Beine und Köpfe und so, ne? Ich hab. Ich mach mir jetzt neues Crackfruit. Beine und Köpfe, ja. 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 Herr Kommissar. Was heißt hier? Ja, heißt, leg mich am Arsch! Ivan Jack grüßt dich erstmal, Hallöchen. Und Ivan Jack sagt, das geht doch, dass der Kelvin die Festung, nicht die Festung, die Dinger wieder scharf macht, die Fallen. Okay. Ja, Basis Dingsbums hier, Dingsbumsen. Festung Bestand halten, genau. Ja, genau. Wieso lässt der seine Beine reden. Nicht los? Der hängt an seinen Beinen, der ist doch schon tot! Wieso geht denn das nicht? So, Kopf ist ab. Gut. Das nicht. Alter, was ist denn mit dem los, Alter? Es kann jetzt völlig. Es geht nicht ab, das Bein. Kinder, geh weg da. So, dann trink ich mal. Blutet wie Sau, aber das Bein hängt einfach dran. Ah, das soll ich mal. Ja, guck mal. Ja, merkst du?
Doppelhopser, grüße dich, hi. Blöder. Was ist mit dem los? Jetzt habe ich dir so aus dem Gesicht gehauen, ey. Junge, Alter, du Blöder. Was? Ja, sag mal, genau das ist das Problem, aber du bringst mich gerade auf eine Idee, womit ich das Problem eventuell fixen könnte. Sag nein. Mann, ey, leck die Sau am Arsch. Oh toll, ich hab einen verdorbenen Kopf, Arm, alles verdorben. Krieg hier gleich die Krise. So eine Scheiße. Ihr habt das auch gesehen, oder? Wer hat was gesehen? Finger weg von meinen Top-Zuschauer. Ist geschehen Dinge. Es geschehen Dinge am helllichten Tag. Weiß jeder mag. Oh, geil. So. Alter, was, Beutel, was hast du genommen heute, Alter? Anscheinend noch so nicht. Ich bin nicht davon so viel. Stöcke. Ich hol mal noch Stöcke. Oder wollen wir Richtung Moped gehen? Ja, warte. Ich will hier erstmal ein paar Sachen nur einsortieren, bevor wir wieder nichts mitnehmen können. Ah ja, stimmt. Hier Wodkaflaschen und so ein Rotz. Gute ja. Idee. Und Glühbirnen. Ja. Was, Glühbirnchen? Glühbirnen. Ach, Glühbirnen. Bitte. Hier ist es ja auch schon schräg geworden mit der Treppe, ne? So. C4. Das Problem ist, dann kommt man hier drüben nicht. Ja, C4 habe ich schon. Wo? Hier hinten, hier unten, hier unten hinten. Unten hinten, was? Ah, ja, ich glaube, da war schon mehrere Ablagestellen für. Hey, wenn jetzt nehm mir mal aus dem Weg, Junge, was mit dir, du blöder Idiot. Er meint dich, Robin. Er sagt, okay. Ich bin ganz dicht, der Typ, Alter. Das kann doch nicht sein. Okay, jetzt meint er mich. Das ist zumindest dieselbe Tonart, wie er redet, wenn man das Ding aus ist. Kurz bevor mich immer schlägt. Ja, so, ihr müsst wissen, Robin und ich, wir haben eine sehr krasse Verbindung, weißt du, wir schlagen uns immer nach dem Stream. Ja. Frank, wir haben so eine innige Verbindung, seine Faust mit meinem Gesicht. Richtig. So, komm, Robin, Peter, na, du weißt schon, wie du ist, Trainer. Robin, du weißt schon, wie du ist. Beutel nicht, sich meine Ohren bluten, sagt Gunther. Echt? Och, Mensch, Gunther, ich kann doch so schön singen. Holger, ein Ring, um alle zu schlachten? Gibt's sowas? Oder ist das nur so ein Spruch? Ein Ring, um alle zu schlachten? Das klingt nach einem mittelalterlichen irgendwas Spruch. Oder Fantasy, oder? Hast du schon mal Herr der Ringe geguckt? Ach so, nö. Das ist mir zu lang. Ein Ring, um sie zu knechten. Das ist mir zu lang. Nee, ich hab mal eine Stunde Herr der Ringe geguckt, dann war mir das alles zu lang. Was ist denn? Wer schreit denn hier so Pläte? Gibt's boah auf die Fresse, du. Kelvin, was machst du denn da schon wieder, Junge? Kelvin! Es hagelt gleich Felsbrocken, jetzt sag ich dir, Freundchen. Wie erstmal sein Mikro geklippt hat, dann. Ah! So, warte mal, das war doch. Naja, ich glaube, das war hier oben irgendwo. Irgendwo, wir gehen schon richtig. Stöcke einsammeln, ja. Das ist wichtig. Wir brauchen Stöcke, immer nach unten gucken. Jo, ich bin voll mit Stöcken. Hey, hier sind wir falsch, aber vielleicht ach, gibt's guck ja mal hier. Da unten hier, da ist Klitose, ich meine Clotilde. Vielleicht gibt's ja hier auch Mopeds. Ne, das würde angezeigt werden, ne? Jo. So. Guten Tag, was gibt's denn hier Schönes? Aha, nichts. Ein Portemonnaie, ich kann keine Portemonnaies mehr aufheben. Nee, bleib, gibt's nicht, Fenrir, lass mal weiterlatschen. Weg da. Ja, wir laufen völlig falsch, das ist auch geil. Ich kann Ruhe bauen, schon zerlegen sie einen die Base. Wieso ist denn der schon wieder drin, der Heini? Zerlegen doch nicht die Tor Base. Tür wieder aufgelassen. Jetzt beruhige dich, niemand hat die Türen aufgelassen. Doch, die Tür ist offen. Naja, das war Fenrir oder Virginia, Kevin. Ja, genau, die ja auch Türen öffnen können. Ja, es muss doch eine Tür offen sein, wie soll der Kelvin dich sonst beliefern, Alter? Ja, Nestor, grüße dich. Der zaubert das aus dem Boden heraus tatsächlich, der sammelt Stöcker, wo gar keine Stöcker liegen. Leute, warte mal, ich bin am Verhungern. Ich muss mich mal kurz stärken. Na, mach das mal.
ein bisschen Mehl und so, weißt du? Wo holst du das Essen raus? Aus deinen Schuhen oder was? Natürlich. Unten in die Sohle drin geschroppt, den Scheiß. Oh, gleich neuen trinken. So. Prost. Jetzt sind wir wieder fit, ist cool. Sammelstöcke 12 von 25. Ein paar Böhme. Der Robin, der murmelt heute in sich hinein. Das ist auch Wahnsinn. Dennis, grüß dich, hallöchen. Robin ist heute der Murmler. Achso, warte mal, wir könnten hier noch eine Batterie mitnehmen, wenn du noch Tragekapazitäten hast. War ja nicht eine? Nee, das war Tinte. Gab's denn nicht ohne Batterie? Alter. Tinte geht auch rüberbringen, da hab ich auch schon ein Lager angelegt. Jo, guck. Hier sind Batterien. Ja, du bist voll, hättest du mal abgelegt. Ja, wenn du nicht so weißt, du kommst da. Fenrir, komm, Paul, Ochse. Oder wie der heißt. Jeder weiß, dass NPCs cheaten. Genauso sieht's aus. Leute, ich habe auch 20 von 25 Stöcken, es reicht. Ja, nee, man kann nie genug Stöcke haben. Du weißt doch, wie es ist in dem Spiel. So, hier oben ist gleich das Moped. Wir holen nur das Moped und hauen gleich wieder ab, ja? Ja, na klar. 7 Stunden später. So, lass uns endlich nach Hause gehen. Irgendwie sowas machen wir schon. Aber ich brauche noch frische Arme. Hier sind keine. Wir hatten rumliegen. Warum hast du sie nicht abgenommen? Nee, hier sind keine Arme mehr. Guck mal. Ja, das, ich hab doch gehört gerade. Das Lager ist tot. Das ist mehr als tot. Das Totlager. Liegt es vielleicht daran, dass wir es getötet haben? Na, wir haben... Moppet mehr da. Nö, Fenrir und ich haben ja hier vorne keinen Oder haben wir hier Leute Nö, hier nicht. Hier haben wir doch, noch mal doch, die haben wir alle platt gemacht. Jetzt hör auf zu lügen. Wo ist das Moped? Aber ich mach mir mal eben eine Knochenrüstung. Ah, hier ist das Moped. Leute, ich hab's. Mach dich mal eine Knochenrüstung. Ja, fress dir mal schön Crunchy Wunchies rein. Ja, oh, geil. So. Wir haben schon wieder Propellerrehe. Propellerrehe. Hm, der Propeller ist gerade über der Base. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass der einfach nur als Lockmittel fungiert. Also, dass der halt jetzt so die eine Bohnen anlockt. Oh, Beutel, auf geht er. Denk mal, da unten ist Wasser, ne? Wenn es im Wasser landet, dann ist scheiße. Alter. Weil dann ist es weg, dann geht's unter. Gunter. Was ist denn jetzt los? Hubschrauber. Wir müssen erstmal hier übers Wasser. Also übers Flache. Über den Fluss. You know what I mean? What I say to you? Ja. My friend, Achtung, ich fahre jetzt Moped. Au, Achtung, ich fuhr Moped. Wo ist jetzt mein Moped? Alter. Ah ja. Was? Warte, ich gehe erstmal von den Steinen weg. Das ist ja kreuzgefährlich. Hier bricht man sich ja alle Knochen. Ach du Scheiße, Leute. Ich sehe nicht mehr. Au, oh Gott. Alter, oh Gott. Ich habe gerade in der Baumkrone geklebt, Mann. Wo ist denn mein Muppet? Muppet. Ah, hier. Das war so nicht geplant. Nein, scheiße. Warum klebt der denn immer überall fest, der Penner? Weil es ein Klebeboy ist. Ein Klebeboy? Klebebeutel. Ups. Yeah, woohoo, yeah, yeah. Hattet ihr jetzt irgendwo Glühbirnen platziert? Ja, Baby, oh yeah. Was ist denn mit ihm, Alter? Glühbirnen. Solange du nicht schon wieder in der Mutti steckst. In der Mutti. Nee, das warst ja du. Du hast ja in der Mutti festgesteckt. Ja, Studi hat doch zu mir gesagt, solange du nicht schon wieder in der Mutti steckst. Jeder hat schon mal in der Mutti festgesteckt. Ja. Kommt drauf an, in welcher. Ja, gut. Au. Das wird bestraft, so ein Spruchbeutel. Ja, das wird bestraft. Ja, definitiv. Da tippt mega vom Egger. So, Moped. So, ja, erstmal noch ein Kabel drüber. Ne? Also, ein Kabel, nochmal hier so ein Fläschchen aufmachen. Moped liegt hier drin, in der Base. Eine Muschel drin. Dann erstmal noch eine Nuschel. Ja, der nuschelt. Ja.
Apropos, was wir mal probieren müssten, ne? Wir haben ja jetzt festgestellt, dass die trocknete Zeugs hält wirklich ewig, wenn du es ins Regal legst. Was ist dann wohl mit, Muscheln? Ich habe noch nie Muscheln in dem Spiel gegessen, das mache ich auch nicht. Ekelhafter Scheiß. Aber du brauchst ja die Muscheln und Fisch für diese Fischsuppe. Weißt du? Ich fress nur noch Crackfruit aus Köppen, Arm und Bein. Der andere ist alles eklig. Genau. Bio. Bio. Liebes Tagebuch, heute wollte ich Moped fahren, aber dieser blöde Wald hatte andere Pläne. So, Moped sitzt, Stöcke hier neu. Ja, ihr Lieben, jetzt mach. Geil, die zweite Falle ist auch fertig. Aber wenn wir jetzt ein drittes Moped haben... Ich mach mal ganz kurz auf eine Pipi-Pause hier, ne? Das kannst du vergessen, Alter. Gib das Moped dran. Ja, es liegt doch hier in der Base irgendwo. Ja, ist doch gut. Ich hab doch nicht gesagt. Ah ja, und die kamen von hier drüben. Dann setze ich hier einfach nochmal. Also Mr. und Mrs. Ketchup kommen immer von hier drüben. Deswegen mache ich einfach hier noch eine hin. Bis gleich, ihr Lieben. Halte Fresse. Guck mal, Robin. Ja, kommen nämlich auch immer welche. Also da, von da kam jetzt immer Mr. und Mrs. Ketchup Mayonnaise. Ich finde es wirklich sehr begeisterungsfähig, wie du mir immer sagst, guck mal hier, Robin, guck mal hier, ich weiß doch nicht mal, wo du gerade bist. Ja, guck dir einfach die Blaupause an, die neben dir steht. Hier. Ich war nicht mal in deiner Nähe, ich war draußen vorm Tor. Ja, ja, vorm Tor. Warte. Von dort kommen die immer. Kannst gleich die Bäume liegen lassen, die brauche ich. Nee, die brauche ich auch gerade. Ich will versuchen, ob wir des Nächtens auch hier draußen eine Beleuchtung hinbekommen. Na klar. Na, dieses Kreuz, das läuft doch über eine Batterie, oder nicht? Ich baue jetzt mal das Kreuz. Entweder eine Batterie oder direkt der Stromanschluss, ich weiß es nicht. Dann müssen wir mal gucken. Weiß das einer im Chat, ob dieses Kreuz, dieses Leuchten über Batterie läuft? Ja, das geht geil. Wow. Ey, dann kann es ja hier nicht mehr passieren, ha, Freunde. Dann sind wir hier bald die Kings. Muss ich das jetzt nicht... Genau, jetzt ist da noch einmal Draht rumgewickelt. Genau, und jetzt kann ich doch bestimmt da ein paar... Wo sind sie? Hier? Nein, man kann die nur aufhängen. Ach, come on. Really, Digga? Really? Fuck off. So, jetzt braucht er Draht und eine Batterie. Das habe ich. Ach, Stöcke schon wieder. Oh, Stöcke. Immer noch Stöcke. Dieses Spiel will immer noch Stöcke von mir. Und von dir. Ja. Fun Fact: Wir wohnen im Wald. Ja, aber Stöcke findest du hier selten. Muss ich mal so sagen. Naja, Kevin also im Verhältnis zum ersten Teil, ja, gebe ich dir recht. Im Verhältnis zum ersten Teil, also früher war mehr Lametta. So, jetzt brauchst du Boom. Lametta, Lametta. Hast du die ganzen Bäume schon verballert oder was? Die waren schon alle, als sie losgezogen sind. Ich hab schon neue erholt zwischendurch. Ja, ja. Ich glaube, der Kevin hat die verschwinden lassen. Hä, warum geht das nicht drauf? Hä? Solarding immer zusammen mit Batterien aufstellen. Haben wir schon gemacht, Ivan Jack. Haben wir schon gemacht. Hast du Ach, erzähl das Moped. Wenn du da warst. Hast du gesehen, wo Fenrir das hingestellt hat, das Moped? Nee. Na toll. So, ich muss erst das Kabel entfernen, damit ich den Stamm entfernen kann. Oh Mann. Das Kreuz funktioniert mit Solar und Batterie. Okay. Hast du gerade einen Staubsauger aktiviert oder was war das? Ja, das frage ich mich auch, was das war. Ich habe das auch, ich habe das aber auch gehört. Ohne Scheiß. Ach so, weil ich das Kabel weggenommen habe, ja. Das eine Kabel hier habe ich gerade entfernt. Da hat er das Geräusche gemacht. Ey, wo hat der Vollidiot das Moped hingetan? Wo ist denn der? Der hat das bestimmt in der Hand. Na, guck doch mal, wo er rumsteht. Vielleicht siehst du es ja. Der sitzt oben auf dem Stuhl und ruht sich aus. Wenn du mich nochmal Vollidiot nennst, Alter. Fenrir, wo ist das scheiß Moped, Alter? Hier, kommt doch mal hier um die Ecken. Nee, baust du. Ja, wow! Baust mal selber an. Jetzt hat er mir einen Baum geklaut. Nee, hier ist er. Ich bin nicht mal bei ihm. Jetzt hat er mir einen Baum geklaut. Nee, das war der Robin.
Ja, du musst das erstmal reinbauen hier. Nee, warum geht's denn nicht? Muss ich den Baum erst vorher teilen? Das macht er doch eigentlich automatisch. Ja, nein. Das macht er doch eigentlich automatisch. Nee, der ist fehlt. Ja, bei, kurz, in die Falle heute. Setzen macht es automatisch. Nee, fehlt der Schädel? Fehlt der Schädelfleisch? Der Stamm ist zu kurz, Junge. Oh, was ist denn das? Wer legt mir hier 3/4 Stämme hin? Die lagen da vorhin schon. Ich war das nicht, Meister. Ja, ja, ja. Alter. Warte mal, ihr braucht wieder Kamera, ihr Lieben. So. Weil die, hier gibt's keine. Warte, Fenrir, jetzt muss ich erst einen Bogen hacken. Oh, ey, Katastrophe. Warte, hier sind doch. Sag mal. Hier müssen doch Stämme sein. Nee. Aber alle verballert. Wir haben alle verballert. Weißt du, wer das war? Mr. Verballermann war das. Mr. Verballermann. Robin, du kriegst heute wieder von allen Seiten, ne? Ich würde jetzt gerne kontern, aber den Konter, den ich drauf habe, der ist ganz, ganz nerdig. Was, der ist schlecht? Mhm. Ja, ich hätte gerne gesagt, Verballer war die Frau von Son Goku. Wer ist denn Son Goku? Wer ist denn Son Goku? So, jetzt hau rein, das Moped. Hast du jetzt hier schon wieder den 3/4 Stamm hingelegt? Ich krieg gleich die Krise. Ich hab gar nicht hingelegt, Junge. Den immer noch bei Kuhn da hingelegt hast, Alter! Nee, ich hab den hinter mich geschmissen. Ja, und dann dreimal darfst du raten, was passiert, wenn du auf einem Bergabhügel einen Baum hinstellst. So, so hab ich den geworfen. So, guck mal, steht doch so. Jetzt krieg ich die Kiste hier nicht mehr abgerissen, war verdammte Axt. Guck mal, wie mein Fressen aussieht, das sehe ich zum ersten Mal. Da sind Finger drin. Ich sehe da drin gar nichts. Da sind Finger drin, Alter. Das ist geil. Okay, lasst euch schmecken, Leute. Prost. Kati, grüß dich. Prost. Oh, geil. Was macht er denn? Ständig hört er Strom hier auf. Achso, Fenrir, ich habe einen neuen Plan, was wir jetzt machen. Ja, ja. Ich will jetzt so ein Kreuz haben, einfach weil es schön ist. Ein Kreuz? Ja. Wo war denn das? Ich geh schon mal Holzhacken meine ich. Ein Glühbirn brauchen wir. So. Ja, wenn sie Robin nicht alle verbraucht hat, dann haben wir Glühbirnen. Warte, hier ist die Falle. Pass auf, wir machen es genau vors Tor, hier hin. Dahin. Hallöchen, Darkwon, mein Lieber, ich grüße dich, Nachbar. Darkwon! Sag mal, wie kann ich denn den scheiß Topf aus der Hand nehmen? Ich nehme doch hier, jetzt geht's, meine Fresse. Ewig, Gustav. Nee, manchmal reagieren die Tasten einfach nicht. Ey, wir brauchen hier einen halben Baumstammbeutel. Fenrir. Er hat sich einfach selber benennt, weißt du. Wie gut. Ach, dieses Bausystem ist schön, dieses Bausystem ist schön, dieses Bausystem ist schön. Je länger ich das sage, desto wahrer wird's bestimmt. Ich muss nur gucken, dass ich nicht das Ding mit der Leine weghaue hier. Das ist der scheiß Boom. Grüße auch an Beutel, Robin und Chat. Danke. Grüße zurück, Darkwon. Oh, der Böhm ist da. Das ist schlecht. Der Böhm, Junge. Der Böhm, Alter. Der Böhm ist da, wo er nicht stehen soll. Oh, Beutel hier. Bäume. Hey. Fenrir, eine Glühbirne brauchen wir. Hast du eine? Nee. Doch. Ist... Nee, echt nicht. Schon weit weg, ne? Warum nicht? Wo geht die Glühbirne raus, Alter? Du, Alter, sag mal, willst du mich trollen oder was hier? Pass auf, Alter. Rücke die Glühbirne raus. Ich hab keine, Junge. Hier, guck. Haben wir noch irgendwo welche? Im Lager. Wenn der Robin nicht alle verballert hat. Robin? Der redet nicht mehr, der verzweifelt am Bausystem. Ja. Was denn? Haben wir noch Glühbirnen? Hab eine Beutel. Okay, danke. Danke, Robin, für deine Kooperation. Gerne doch, immer wieder, wenn man das gerade einfach. Retti! Aber hä? Na, jetzt müssen wir die noch an Strom anschließen. Achso, jetzt kommt das Solarpanel zum Einsatz. Warte, das stelle ich direkt da dran, wenn das geht. Das geht. Guck. Ja, und jetzt verkabeln. Wie geht das mit dem Verkabeln? Oh, fragst du wen? Draht in die Hand nehmen. Draht in der Hand nehmen. Und dann zeigt er dir mal an, wo du was anschließen musst. Ja! Aber die Glühbirne geht leider nicht. Es leuchtet! Alter! Aber bei mir leuchtet nicht. Sehr gut. Also, da müssen wir auf die Nacht warten, ha? Jetzt!
Ach so, musst du echt anschalten, die Scheiße? Ach so, aber was mir gerade einfällt, das ist ja völlig hirnrissig, weil in der Nacht... Nee, warte, da kommt eine Batterie jetzt. Ah ja, mach mal die Batterie hin. Wollte schon sagen, in der Nacht funktioniert ja das Solarpanel gar nicht. Wo ist denn die Batterie? Oh ja, natürlich, ich will die Palisade auseinandernehmen, du Scheißspiel. Ich stehe vor dem Kabel. Oh. So, jetzt. Das ich krieg hier einen Ausraster gerade. Das Bausystem ist easy, hat einer meiner Zuschauer geschrieben. Ah, dann soll er mal unsere Palisade hier fixen, bitte. Fixen, nicht ficken. Entschuldigt, Leute. Was machst denn du? Der macht den ganzen Zaun kaputt. Ja. Dr. J, hallo. Nein, ich glaube, du musst erst die Spikes wieder wegmachen, Robin. Nee. Das scheiß Kabel war immer im Weg und davor war die Glühbirne im Weg und jetzt ist, wie sieht nicht was im Weg gewesen. Jetzt musst du die Dinger wieder neu setzen hier. Na jedenfalls leuchtet. Sieht ja auch so gut, wo man es wieder platzieren kann, das ist wieder so toll ist das. So. Doch schön. Guck mal, was wir heute alles geschafft haben. Ist wunderschön. Ja, ein schönes Loch in der Palisade. Schön Loch im Palli. Genau. Das, du scheinst recht zu haben, weil ich kann die erst wieder platzieren, wenn die Spikes weg sind. Aber ich hätte auch nicht überall, komischerweise. Beutel, ich hätte das Kreuz aber irgendwie oben auf unser Dach gestellt hier oder so. Ja, können wir doch auch noch machen. Los, wir bauen noch. Ah, nee, wir haben keine Glühbirnen mehr. Nee, ihr könnt es doch umsetzen. Nee, das bleibt dort. Das bleibt dort. Oh Gott, ich weiß nicht, will ich überhaupt sehen, was ihr gemacht habt? Na, ich will doch sehen, was nachts hier ankommt. Das ist doch lustig, wenn die dann hier, wenn wir hinter den Fallen stehen und durch das leuchtende Kreuz sehen, was hier vor der Base los ist. Ist doch aber geil. Leuchtet das da nicht in die falsche Richtung? Das weiß ich nicht, ob das vielleicht trotzdem so einen Umkreis hat, weil das Lichtsystem in The Forest ist ja immer noch für den Arsch. So, ja, aber wenn die Glühbirnen aber wegzeigen von der Palisade. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich denke halt, dass das Kreuz die Typen anzieht und trotzdem den Platz ein bisschen erleuchtet, also auch nach hinten hin. Ich weiß, ist nicht logisch, aber ich glaube, das ist so. Ich sammle noch mal ein bisschen Steine, bevor ich mir einen Mund fußlich rede. Es gibt doch, Alter, das habe ich doch eben schon erzählt, es gibt doch Scheinwerfer, Leute, da müssen wir nur einen Blueprint finden. Das ist scheinheilig. Jungs. Wieso denken wir nicht einfach an die einfachste Methode, seitdem es Feuer gibt? Feuer, hör doch auf. Nee. Wir haben doch Elektrozeitalter, Junge. Fackeln. Elektro! Ja, ja, aber die Fackeln, die musst du nicht nachfüllen. Brauchst du keine Solarpanels für und wir brauchst halt nur einen Stock und einen Stoff. Ja, aber wir haben doch Solarpanels. Wir können doch mal ein bisschen dekadent rüberkommen, unseren Gegnern gegenüber. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann machen wir halt eh nur primitiv. Wieso kriegen wir es nicht hin? Wir müssen halt nur rumlaufen und Höhlen suchen. Stimmt, da hatte Wout schon nicht mal in seinem Let's Play so eine total verrückte Kirche gebaut. Das fand ich doch immer witzig. Ja, genau. Aber das war in The Forest. Ja, das war noch im Teil 1. Hat er die nicht im zweiten Teil nachgebaut? Ich weiß gar nicht. Nee. Das fand ich immer sehr, sehr witzig, diese Scheiße. Die sedile Kirche. Ja, genau, die sedile Kirche. Die Kirche der Sedilen. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, so Voucher. So ganz dichte bist du auch nicht. Grüße gehen raus. Genau. Deswegen ist er ja auch sedil, wie er sich immer nennt. Mann. So, was machen wir jetzt? Oben ist Dache erstmal. Das Dach, okay. Und schön die Türen offen lassen, damit sich Robin aufregt, wenn die Gegner unter Base sind. Jetzt habe ich diese scheiß Halle ausgelöst und dachte, ihr rennt rein, bin selber reingerannt. Mich vorher schon. Ging mir auch ein paar Mal so. Und die Tür nur 4. Darf ich und leicht gereizt? Nein, ach, Ivo, ich doch nie im Leben. Wieso machst du einen Clip davon? Nein, der Clip ist von mir. Axel, grüß dich. Hier, wir hatten da oben einfach mal gucken, wie ich da gucke. Wir hatten da oben übrigens nur einen Stein als Dach gesetzt. Der macht jetzt Hausaufgaben und holt nochmal 3. Na, dann fang mal an. Ne, mach die Tür auf, Vierer! Ich war's nicht. Junge! Ich war's nicht. Ist ja zum Götzen. Ja, mal so eine andere Frage, warum holen wir gerade so viele Baumstämme? Weiß ich nicht. Achso, ja doch, für die andere Seite der Treppe, alles gut. Wolltest du nicht welche? Wir machen alles. Ja, doch, nee, alles gut. Nee, damit's alles gut, dir gut. Alles gut. Alles gut! Gut geht.
Du hast auch bald ein Dach über dem Kopf, so wie es scheint. Alter, wie viele liegen hier? Hat hier jemand Tetris gespielt? Das ist ja Wahnsinn. Ich wünschte, ich könnte 10.000 mit einmal nehmen. Dann wäre das Dach jetzt schon fertig. Was ist eigentlich mit Virginia schon wieder? Was geht schon auf fest? Nee, hast du. Nee, die macht ja ihr Ding, aber ich glaube. Oh, ey. Fenrir hat seine Hose wieder an. Ja. Alter, was ist denn mit dieser Kacktreppe? Oh, echt leicht. Leicht gereizt. Was ist denn mit der Treppe? Was ist denn mit der Treppe? Bleib als mit dem Kopf dran hängen. Mit dem Nischel, Alter. Hä? Mit deinem ollen Nischel bleibst du hängen. Jo, bist du weit rechts gelaufen dann, ne? Ja. Marco, grüß dich. Ich bin zu weit rechts gelaufen. Wo bleibst du denn bitte mit dem Kopf hängen bei der Treppe? Das ist ja ein Tür. Scheißegal, wo du mit der Treppe runtergehst. Bei der Treppe ist nicht mal ein Dach drüber. Was willst du da mit dem Kopf hängen bleiben? Läufst du im Handstand oder was? Zu weit rechts? Ja, natürlich. Zu weit rechts gelaufen? Das ist ja in Thüringen nichts Neues. Was war, Alter? Ja, ich erzählt mit der Herr Sachse, ja, weißt du. Ja, bei uns rennen auch nur so eine Idioten rum. Oh, ja, aber Fendi, jetzt mal ohne Scheiß, wo bleibst du bitte bei der Treppe mit dem Kopf hängen? Hier drinnen im Haus, Mann. Im Haus, ja, Treppe? Ja, hing schon wieder fest gerade. Hang. Warum willst du doch genau durch die schmalste Stelle durchlaufen, wenn ringsherum so viel Platz ist? Könnten jetzt wegen mal ein paar Gegner Sicherheit kommen? Jetzt haben wir hier... Wegen der Sicherheit. Jetzt haben wir hier so Trier, schön... grüß dich. Hallöchen. Schöne Fallen. Bei mir gibt es kein Ausrufezeichen Lurk, bei mir kannst du einfach einen Emote machen, der Lurk heißt. Der ist kostenlos. Ihr seht, wann kosten auch Emotes was? Wäre noch schöner. Schon Lurk. Naja, es gibt ja die Follower-Emotes, die sind kostenlos. Ey, dann gibt's Emotes, die sind kostenpflichtig. Ich hab dich voll mit Freunden bekleckert. Kann ich die eigentlich muten, die zwei? Das nervt übelst. Weißt du, Spaß, wenn die Sachen zu erklären, die er schon seit 3 Jahren weiß, weißt du? Ich hab mich hier gerade so mit Wein bekleckert. Das ist viel interessanter für die Leute. Und ihr. Ah, ja. Oh Mann, Alter. Gut, dass ich jetzt nicht zum Mund hatte hier. Ich hätte voll in den Bildschirm reingerotzt. Aber hier vorne muss eigentlich dann auch noch ein bisschen was hin. Ah ja, das kommt alles mit der Zeit. Wir werden ja schon noch lustige Dinge erleben. Mit unseren neuen Fallen. Und je mehr wir in die Höhlen dann gehen, desto mehr Gegner kommen ja auch bei uns nahe. Und wollen mal gucken, was hier so los ist. Wer die coolen Dudes sind, die ganze Zeit durch die Höhlen traben. Richtig. Du bist ein Assi, Alter. Räum das weg. Ich wollte es nur zur Seite räumen, weil ich da nicht rübergeflogen bin. Ah, die war nicht ausgeschlossen. Ist der Pelz in der Wäsche? Ja, mein Pelz ist auch ab und zu mal in der Wäsche. Zu Weihnachten immer, ne? Hier. Ja. Und zum Geburtstag. Also wir reden natürlich gerade von seinen Kopfhaaren. Ja, von meinen Sackhaaren nicht. Nee, die werden nie gewaschen, das wissen wir. Richtig. Irgendwas muss doch nach Wolf riechen. Moschus! Lecker! Ist das eigentlich mit dieser Treppe ins Dach hoch als Rampe okay oder soll ich richtig Stufen machen lieber? Nee, ist schon in Ordnung so. Oh, dann wirkt es wieder fast wie ein Dach, ne? Ja. Nee, ist klar. Ja. Ich glaube, dieses Let's Play endet bald wirklich in einem Jackass-Experiment hier. Ist das geil, es hat übelst geil geklappt. Oh, das gefällt mir. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Ballerbude, grüß dich. Er hat in einen hohen Busch hat er die Hochspring-Dinges da reingepflanzt. Da, wo Robin gerade die Rampe baut, statt einer Treppe. Und dann bist du weggeflogen, Robin, ja? Oh, ein Stück nach oben, ja, beim Hochlaufen. Man kann so viel Spaß in The Forest haben. Mhm. Aber das stimmt. Phantos of Horrors übrigens auch. So, jetzt wird es gleich dunkel. Dann können wir ja mal gucken, wie unser Kreuz leuchtet. Das Kreuz, Junge, das Kreuz leicht. Warum setzt der diese Scheiße immer hier unten in diese Drecks-Hitbox, ey? Und dann nimmt er irgendwelche anderen Steine, die er gar nicht nehmen soll. Meine Fresse, du.
Und jetzt, lieber Beutel, stell dir vor, du machst das im Winter, wo du alle 5 Minuten angegriffen wirst, nur nicht mehr zu essen hast, nicht mehr zu trinken hast und danach zu euch sagst, ich hab keinen Bock mehr, die Scheiße ohne euch zu machen. Kauf dem Robin mal einer eine Tüte Mitleid, bitte, Alter. So, aber die mit Karamellgeschmack, bitte. Es wird dunkel, ich mach mal alle Türen zu, Leute. Es geht bestimmt gleich die Post ab. Ja. Der Best, Junge. Oh, wo ist denn? Boah, diese Hitbox hier nervt, Alter. Von den scheiß Türen. Die von den Toren, ja. Die nerven richtig. Tschüss, ey. Warte mal weg da vor mir. Warum fülle ich eigentlich allein die Steinlager, weißt du? Weil ich gerade dabei bin, eine andere Treppe zu bauen. Und Beutel, frag nicht. Bin hier los. Frag nicht, was der schwer macht. Wer ist denn jetzt hochgeflogen? War es ein Gegner? Nee, ich. Denn überall die Scheiße hier rumliegt. Und ja. Ich hier bei woanders. Was war das jetzt? Das ging gar nicht. Das ist wie im Überraschungsei. Im jedem 7. fliegst du immer nach oben. Nochmal, warte. Oh. Ach, Mann. Was? Hä? Sag mal. Hey, what? Bescheuert. Hä, hey, what? Jetzt hänge ich schon wieder an dieser Scheißtreppe. Ich nehm gleich C4, Junge. Was hast du denn mit der Treppe? Ich verstehe. Ich meine, hier, guck's dir an. Ich lauf. Geh doch mal da weg jetzt. Ja, ich lauf hier runter. So, ja, also, ja, vor und. Ja? Jetzt geht's. Ja, und jetzt? Ja? Was ist mit der Treppe? Ja, geh weg. Pass auf, hau ab da. So, vielleicht jetzt mal ein bisschen Dreck abwaschen, dann bist du nicht mehr so groß. Was, ja, was ist dein Problem? Wahr sein. Hä? Ist doch ein Fahrstein oder was? Was ist da los? Hä? Hier, gucke mal, Robin, das ist wie ich gesagt habe. Das Kreuz leuchtet tatsächlich auch nach hinten. Ey! Naja, aber nicht viel, ne? Ja, aber auch nicht viel nach vorne. Weißt du? Es hat schon. Ja, es macht irgendwie bloß so einen Rundumleuchter, ja. Ach du! Die habe ich da platziert, ich wusste, dass die da ist. Geil! Ja, viel ich, macht die nicht, nee. Ich will dann, auch. Dann lass uns lieber die Dingens finden, ne? Nee, lass das da an! Ich hab nur probiert. Oh, das ist eigentlich schon irgendwie. Ey, doch, das ist irgendwie geil. Das hat was. Die Scheinwerfer finden. Das hat was übelst Redneck-mäßig Amerikanisches, finde ich. Ja, aber es ist halt keine richtige Beleuchtung für uns, ne? Einer ist drin und der andere musst du auch machen. Komm rein, Fenrir. Aber Also damit wir uns das Tor auf Tor zu sparen, bin ich dafür, vor und hinter dem Tor jeweils so ein Sprengding. Ist das geil, Alter. Lass uns blenden, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Ja. Oh, ich mag das mit dem Kreuz. Jo, kommt mitten auf. Ich würde am liebsten oben auch eins. So voll American-mäßig überall so eine Kreuze aufbauen. Ah ja, mal gucken. Der Ku Klux Klan hier oder was? Nee, Mann, aber so, das ist doch so ein typisches Redneck-Ding oder wie bei, so Maisfeldern und so in dieser Gegend, weißt du? Kafka schrieb gerade zum Vergleich, das leuchtet ungefähr so viel wie Monitor. Ja. Oh, Hunger, Durst, da war ja was. Ich will mal gleich anfangen hier zu ackern, war, aber Spiel sagt mal. Nein. Ich muss mal die ganzen Lederbeutel öffnen, weil ich konnte vorhin keine mehr einsammeln. Ja, ich will jetzt hier unten jetzt auch endlich mal mein Zeug wegsortieren hier. Denk doch mal zwischendurch vielleicht noch dran, immer wieder mal zu den Reusen zu gehen und den Fisch zu holen und aufzuhängen, zu trocknen. Und sowas denke ich überhaupt nicht, mein Guter. Ja, das merke ich, weil die Regale werden immer noch nicht voller. Es geht mich nichts an, das ist eher... Das ist eher so... Das ist wieder abgeschmiert. Der Stream, Alter! Hast du die neue YouTube-Folge gestartet? Schon längst, die läuft jetzt noch 9 Minuten. Wieder da? Ja, nein, vielleicht. Die läuft noch 9 Minuten. So. Hey, Alter! Ich bin schon seit fast einer Stunde wieder auf, Beutel. So. Oh, ist denn hier Solarfeed-Erz? Solarfeed? Haben wir noch gar nicht eingelagert, aber ist mal eine Idee. So, mache ich jetzt mal schnell. Tu dies. Wie hab ich keine Spur? Eine Schwertutrie? Nee. Ach so, apropos, jetzt wo Herbst ist, ne? Denkt dran, euch schon mal Wasser abzukochen, vielleicht für den Winter. Das müssen wir wieder so weit latschen. Noch ein, zweimal schlafen gehen, dann müsste wieder kalt werden. Was wollte ich denn sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Ich hab's nur vergessen. Ah, sorry. Ah ja, hier draußen. Jetzt Wasser abkochen und in die Flaschen umfüllen, würde ich sagen. Hier draußen liegen übelst viele Speere. Habt ihr welche verloren?
Nee, das sind die von den Angreifern. Ah, okay. Gibt doch diesen einen Angreifertyp, der ist so ein Speerwerfer. Spermawerfer? Woo! Da draußen ist wieder Technoparty, hast du gehört, Leute? Ja, die Technoparty hab ich jetzt gehört. Oh, ja, ich sehe sie auch, sie sind hinter mir. Oh, sind ja ein paar, komm rein hier. Leute, komm rein. Ja, ich hab nur schnell die Falle fertig gebaut. Oh, warte. Tür zu. Die noch? Tür zu. Kelvin, hau doch ab da. Ich hab die Hüpf. Kelvin ist in die Luft gehüpft. Warte, wir gehen hoch, wir gucken uns das Spektakel von oben an. Das ist viel lustiger. Jo. Bist du mir noch mit dem Kopf hängen geblieben? Also ich muss schon mal sagen, ich bin da oben auf die Trimme gelaufen und höre eure Geräuschkulisse. Krach, bumm, haha, boing. Ich denke mir so, sag mal, sind wir jetzt bei den Looney Tunes gelandet oder was? So ungefähr. Da draußen tut es irgendwelche Schläge so. Ja, das sind die gegen die Spikes ran. Ich heb mal Kevin und Virginia auf. Aber Virginia hab ich ja gerade auf. Hinter dem Beutel, pass auf. Oh, Virginia dreht durch. Ey, die rennt die ganze Zeit in unsere Falle, die blöde Kuh. Okay, damit ist mein ruhiger Abend vorbei hier im Hotel. Voll begeistert. Wegen dem Kreuz oder was, Matthias? So. Cool. Unsere Fallen scheinen, Achtung, scheinen gut zu funktionieren. Warte mal, den müssen wir jetzt aber mal. Der einzige wurde ausgelöst. Ihr habt ja nur rumgeballert wie die Irren. So, war die jetzt hier schon fertig gebaut? Ja. Ey, gib mir den Arm, du Arschloch. Ich will den Arm und das Bein. Alles, gib her was jetzt, Junge, Alter, ich will deine Eingeweide. Guck mal, Virginia sonst sich. Ach ja, so ein Effizi. Wo sind die Beine hin? Beine. Die Beine sind weg. Die Beine sind weg. Die sind in die Erde reingepackt, so eine Scheiße. So, Arme her. Ich muss mal wieder Steine sammeln. Gib mir deinen Arm jetzt, Junge. Hier hinten liegt übrigens noch einer, falls ihr noch einen Greg kochen wollt. Hier, da ist ja auch noch dran. Der Korb, gut, danke. Warte mal, Crack. Hab ich noch einmal. Alter! Trinken ist alle tatsächlich. Virginia, den hast du aber gut aus dem Leben gerissen. Sag mal, wir haben doch Herbst, warum regnet es da hier im Spiel nicht? Das ist immer zufallsbedingt, wann es regnet. Okay. Speckmantel kommt. Ja, komm doch hinter die Falle. Wie hast du mich gerade genannt? Achso, okay, du meinst was anders. Wieso ist der Topf jetzt auf der 3? Ich hab doch die Schrotflinte auf der 3. Hä? Das weiß ich gar nicht. Hab ich da vorne so gelegt? Hier erwischt? Nein, ich hab's da vorne auch schon 3000 Mal gemacht. Plötzlich ist der Topf auf der 4. Deswegen bin ich auf der 3. Deswegen bin ich immer so durcheinander. Weil hier Dinge geschehen, die nicht mit rechten Dingen zugehen. Was erzählt er, der Beutel? Ist er schon wieder nervös? Ja, freut mich auch. Oder ist er einfach nur der coolste Typ im Wald? Entscheidet ihr, liebe Zuschauer. Bis bald. Tschüss. So, jetzt kannst du deine YouTube-Folge ausmachen. Ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, das ist gerade so ideal. Jetzt können wir auch die Folge beenden für heute. Herzlichen Dank fürs Reinschalten, liebe YouTube-Zuschauer. Wenn ihr wissen wollt, was bei dem Typen abgeht, schaut mal bei ihm vorbei. Link zu seinem YouTube-Kanal habe ich hoffentlich in der Videobeschreibung mittlerweile endlich mal. Einfach mal reinschauen bei ihm. Ihr werdet es ja offensichtlich nicht bereuen, würde ich behaupten. Oh, geil. Siehst du, der Micha findet es auch schön. Tschüss. So, ja, dann jetzt tschüss. Fenrir, du auch tschüss. Ja, tschüss. Wieso bin ich schon wieder durstig? Wieso zwei Was ist da los? Warte mal. Gönne mir einfach mal. Damit hallo und herzlich willkommen zurück auf YouTube. Guten Tag. Guten Tag. Da sind wir wieder. Wir sind's. Bene. Ich hab doch alles. Warum kann ich das nicht kochen jetzt hier? Hier, der Vogel pickt unser Solarpanel an. Was ist da los? Hau ab! Die Falle wurde ausgelöst. Kevin wird die ganze Zeit malträtiert. Ein Bein? Gott! Der arme Kevin, ich muss ihn retten. Ist. Greg. Gut. Oh, schön Beine kochen. Oh, lecker.
Jo, und einen rohen Arm. Wo ist der andere Arm? So, Kevin. Gib mir deinen Arm jetzt. Warte mal, stopp. Geh bitte halt, wieder rein. Stopp. Halt, stopp. Kopf ab, ich brauche einen neuen Aschenbecher. Habt ihr noch einen Kopf und einen Arm zugeworfen? Was? Hab ich dir gerade so einen Tag gepackt. Ja, ich hab dir noch einen Köpfe. Köpfe. Aber ich hab dir noch einen Kopf und einen Arm in den Tag gepackt. Ich hab Köpfe. So, warum hast du das gemacht? Weil ich dich brauche. Du meintest, gib deinen Arm her. Also hab ich dir einen Arm zugeworfen. Ja, jetzt liegt hier ein geteilter Typ rum, weißt du, ich kann's nicht mehr aufnehmen. Ja, schön. Oh, Mann. Dann häng doch auf. Ohne Scheiß, mach doch ruhig noch mal Trockenständer und häng die Sachen auf, die wir für Greg brauchen. Dann haben wir die Sachen mal auf Vorrat. Für Greg. Ich bin mal kurz auf Toilette, ich brauch ein bisschen Crack. Bis gleich. Viel Spaß beim Cracken. Ah ne, kacken meine ich. So, liebe Zuschauer, macht das mit dem Rauchen nicht nach. Das ist sowieso ungesund und teuer, ansonsten endet ihr genauso verstrahlt wie wir. Ich staune übrigens, Fenrir, dass du es dir abgewöhnt hast, immer wenn ich das sage, und ein dummes Kommentar dazu zu bringen. Ist es dir langweilig geworden? Pff, nö, ich hab's vergessen. Okay. Dann vergiss, was ich gesagt habe. Oh. Ich könnte ja mal einen dummen Kommentar dazu ablassen. Ja. Was ist denn das Vorhaben? Warum? Ich will aber nicht bleiben lassen. Gib mal einen Kopf her jetzt. Aha, und noch ein Bein. Gib mir das Bein! Aha. Was? Schmeiß weg den Kack. So. Ach ja, eine Idylle. Immer schon Leichen. Warum bist du, der so laut brüllt? Also am Beutel kannst du nicht liegen. Wo ist denn der Idiot? Da hinten, warte mal. Ich muss dir mal kurz mit der Axt eine über Nüssel ziehen. Geh mal zur Seite, ich will was platzieren. Geh nix. So, platziert. Arschloch! Ich mach's wieder weg. Geh mal die Blaupause ausfüllen. Nö. Mach ich nicht. Ich hab Bock drauf. Aha. Knochen gesammelt. Ach ja. So, hier hängen schon ein paar Arme rum. Jo. Hier hast du gerade an den Ständer gehangen, wo die Fische dranhängen, war, wie ich dich kenne. Da hängt keine Ständer, Fische, hier zu bauen. Hier hängt nichts. Ich rede doch nicht von deinem Ständer. Oh, Alter. Obwohl, will ich eigentlich wissen, warum er jetzt, während wir zusammen zocken, bei dir nicht hängt? Weil der nie hängt. Ah ja, du weißt schon, dass das ungesund ist, oder? Dauerkrampf im Sack, warum auch nicht? Schiss drauf, Junge. Schiss drauf. Nee, auf sowas stehe ich überhaupt nicht, aber danke. Warum denn nur, ey? Ja, du hast fuck gesagt. Mutti. Ich will nach Hause. Hier. Ich muss übrigens mal sagen, der ist ziemlich fleißig, der... Kelvin, also Stöcker sammeln kann er. Hier! Dauert zwar mal ein Weilchen, aber. Ja, ich sammle auch gerade wieder Stöckchen. Oh. Immer siehst du, ich war ja eigentlich noch dabei, draußen die Fackeln anzubringen, ne? Kommst hier wieder vom Hundertsten ins Tausendste über dem Spiel, ey. Und eigentlich wollten wir Fallen platzieren, was machen wir jetzt? Trockenstelle. Wir haben schon wieder Besuch, Mutanten. Echt? Ja. Weil wieder mal zurück. Die Tür verlassen hat. Ich komme mal zurück. Tü-lü-lü-lü-lü-lü-lü. Oh, hier liegen schon einige. Wir haben es gar nicht mitbekommen. Oben hoch. Oben am Dach. Ja, bin unterwegs. Komm da runter, du feiertes Stück. Ey, Alter, lass den Beutel in Ruhe, das gibt Tote, ich schwör dir. Ach ne, du hast es nur runtergeholt, hä? Alter! Dämonen, Robin. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ey! Lass den Beutel in Ruhe!
Du Arschloch! Wo ist er hin? Hä? Der macht hier unten an das Kleine. Wo ist er denn? Hä? Es hat auch ein Adler zerlegt, unser Morgenstern. Adler zerlegt. Wo ist denn der Fuzzi? Ich bin jetzt mal so frech und heute die einfach so, ja. Weil die liegen überall verteilt, bevor die wieder despawnen. Obwohl, du könntest gleich mal gucken gehen, ob du die jetzt trotzdem noch häuten kannst, wenn ich die schon gehäutet habe. Vorm Tor gleich draußen. Alter, das waren 5 Dämonen. Guck dir den mal, Robin. Ich bin nicht mal in deiner Nähe, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich hab den Typen einfach ins Fleischregal reingeschossen. Okay. Komm mal vor zum großen Haupttor und guck mal, ob du die jetzt auch noch häuten kannst. Weil nicht, dass wir uns die ganze Zeit über so ein Affentheater machen zum gleichzeitig häuten und dann geht's auch so mittlerweile. Das Licht vom Kreuz ist an, aber die standen dann nicht vorm Kreuz. Wieso? Weiß ich nicht. So, kannst du die jetzt häuten oder nicht? Nein. Schade. Hier hinten ist noch ein Dämon. Den muss ich auch noch häuten. Ja, dann mach lieber an. Boah, Fitchen, erschreck mich nicht so, ey. Ich sehe schon kommen, ne? Beim nächsten Mal in der Nacht brüllt wieder einer. Wo ist denn hier das scheiß Tor? Jetzt sind hier überall Fackeln. Jetzt fehlt mir schon wieder so ein Arschlochstock, ne? Müsste im Lager drin liegen. Ja, es wäre wohl besser, wenn wir das Kreuz nähern, die Palisade machen. Wir haben es ja gerade gesehen, die laufen einfach ums Kreuz herum, statt abzufackeln. Weil das Kreuz, also so wie Ivan Jack gerade schreibt, ne, normalerweise müssten die abfackeln dadurch. Konnte ich mir aber auch irgendwie schon denken, weil würde ja nur Sinn machen, wenn eine kleine Kreuz die abfackelt, dass so ein großer da mithilft. Ja. Beutel alles verpasst, weißt du. Überall hängen hier die Dämonen rum. Gleich kommt er wieder. Ey, wir wurden angegriffen, hier sind überall voll viele Dämonen. Aber haben wir gesehen, wir sind definitiv nicht mutantensicher hier. Nee. Deswegen, also jetzt ist wieder Wahlheim-Regel, wie damals war. Hat die Tür zu und zieht! Manche springen halt auch einfach drüber, ne? Das kommt dann jetzt auch noch. Ah, gut. Uch, du Scheiße. Oh Gott. Aber ging das hier eigentlich? Nee. Dann wird es da oben auch nicht gehen. Aber gut, wir haben ja unten wenigstens noch Platz. Man kann wir könnten halt auch noch ein paar Wehrtürme bauen, die wir verbinden mit Hängebrücken. Seilrutschen und sowas. Ja, oder Seilrutsche, das geht schnell. Mhm. Ja, aber dann, ich würde trotzdem so einen Wehrgang oben machen, weißt du? So war meine Grundidee mit der Terrasse, dass ich die bis hin zur Palisade erweitere. Aber wenn die drüber springen, dann stehen sie uns oben im Dachgeschoss. Mhm. Das wäre dann ein ziemlich großer Nachteil, würde ich behaupten. Ja. Mal kurz was gucken. So, Mensch, da habe ich aber lange zum Pinkeln gebraucht. Fast so lange, wie man für eine Zigarette braucht. Und hast den Angriff der Dämonen verpasst hier. Echt? Ja. Ja. Dafür bin ich super. 5, 6 Dämonen haben uns gerade angegriffen. Nee. Habt ihr es gesehen, liebe Zuschauer? Ja. Ja, ich hab dich gerettet da oben, Alter. Ja, genau. Der eine war mich oben im Dach und hat die ganze Mütze auf dich eingehackt. Ach, deswegen ist meine Rüstung runter. Ja. Hahaha. Bestimmt nicht, weil der Fenrir versehentlich eine Granate auf dich geworfen hat oder so. So. Nee, Granaten habe ich ja nicht geworfen, ich habe mit der Schrotflinte um mich geschossen. Hier hängen sie noch. Guck mal, Beute. Oh! Oh, die können wir ja häuten, Alter. Ja. Warum kannst du die häuten? Wie, Moment mal, du kannst die häuten, obwohl ich die schon gehäutet habe? Ach so, nee. Ich habe gerade eine Falle in der Hand. Ach, Leute. Kann ich hier durchlaufen? Ja, das geht. Warte mal, wir müssen mal den Golfwagen wegräumen. Sonst wird er irgendwo hinfliegen. Shiitake. Oh.
Wie war hier aussteigen? Zweimal E, E, G, A, G. E. Oh, E, warum ist es bei dem einen Fahrzeug Leertaste, bei dem ist es G? Hm. Ist doch total bewamst, Alter. Ja. Ja, aber das Ding ist ja, wenn du am Bauen bist, dass dann Linksklick zuschlagen ist, aber auch gleichzeitig Bauen ist. Wie ist denn das eigentlich mit den Explosivfallen? Muss man dann jedes Mal wieder eine Handgranate reinsetzen, um die neu zu setzen? Oder? Wahrscheinlich. Das ist eine gute Frage. Ich hoffe ja nicht, weil die Randdinger hier, da brauchst du ja auch nicht jedes Mal einen neuen Molly. Du spannst die einfach bloß wieder neu auf, ne? Ich räume die mal, ja. Ich mach die mal ein bisschen weiter weg. Nicht, dass hier irgendwas passiert. Vielleicht hierhin. Hier ist doch Opti. Optimal. So, was haben wir hier noch anfallen? Wir wollen ja mal alles ausprobieren. Den Molly-Dingsi haben wir. Stiller Alarm. Was macht der? Der ist bestimmt nicht still. Oder? Ey, wir brauchen Radio, Alter. Haben wir? Ich hab ein Radio. Glaube ich. Echt? Das Ding will ich jetzt aufbauen. Ich hab eins im Inventar auf jeden Fall. Ich baue es neben das Kreuz. Ach, nee, das ist so eine. Das Kreuz, lieber Beutel, müsste vielleicht doch neu platziert werden. Aufgrund der Tatsache, das Kreuz sollte eigentlich Dämonen abfackeln, aber hat's gerade nicht, weil es stand so weit hinten. Es soll Hörst du die Musik? Ja, ja. Warte. Bock das hier nein, Alter. Aber erst brauchen wir Stöcke. Alter, mach doch mal aus jetzt. Hä? Hier sind keine Stöcke. Was ist hier los? Ja, weil ich gerade Knochenlager baue, damit wir nicht mal die Schlitten leer bekommen. Gut. Endlich ist mal einer fleißig, war. So, dann ist hier. Alter! Erstmal rum. Wie kann das noch leben? YouTube-Aufnahme rennen. Au! Du Blödmann! Das bist ein Zwemer-Rüstung oder was? Okay, das klären wir friedlich. Kopf weg. Kopf weg. So, ihr Arschgeigen. Ach, dein Kopf ist gar nicht weg, du Blödmann. Na, dann schießt du deinen Arsch weg. So. Du bist eine Granatenfalle hier. Ach so. Alles okay bei dir? Bei mir ist alles okay, ja. Ich wollte gerade ein Reh häuten, aber die Jungs aus dem Wald, die hatten was dagegen. Ich wollte gerade ein Rehfeuch, dann hat zugebissen, ich habe zwei Rüstung verloren. Testperson ist Robin, das ist eine gute Idee. What? Es geht schon wieder wahrscheinlich um Sprengfallen oder ähnliches. Nee, es kann ja nicht so Spieler ausgelöst werden wie im ersten Teil. Oh, Kelvin, bitte trainier deine kognitiven Fähigkeiten, geh um die Falle herum. Hat er gerade Cock gesagt? Kognitiv. Cock? Nie tief. Hä, hier ist ein Ast? Verstehe ich nicht. Dim salabim bamba saladu saladim. Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Aha. Aha. Das war nur für Gunder. Gunder, der Song war für dich. Ich hoffe, du bist munter. Der ist bestimmt eh schon eingepennt, der olle Sack. Der olle Sack. Gunder, was hörst du, olle Sack? Ja. Oh, ich brauche wieder einen Schädel, Alter. Hast du einen Schädel? Jo, irgendwo habe ich einen Schädel. Wieso? Hast du gestern gesoffen oder was? Nee, vorgestern. Sag mal, ich hab doch gerade den Golfwagen von der Sprengfalle weggefahren. Jetzt steht er schon wieder an der Sprengfalle. Irgendjemand will mich. Ich hab geparkt, weil er den Fallen im Weg stand. Warte mal, ich park den mal hier hinten ab. Wie war hier? Geh wie ganz raus. Na, wo soll der Schädel hin? Hier, oder? Na da, in die blaue Pause. Fuck, nein, das Ding. Wow! Juhu. So, und jetzt rennt da jemand durch und dann, was heißt denn stiller Alarm? Explodiert dann was? Oder, ach nee, das Ding braucht immer mal ein Kabel, oder? Ja, das Ding braucht erstmal, warte, ein Solarpanel. Was denn? Ich denke, das werden wir mit irgendwas nochmal mit einem weiteren Radio oder. Beutel. Wie heißt du, Robin? Schließ doch das. Ey, hör auf. Mach das nicht. Schließ doch das. Wir haben doch da ein Solarpanel. Schließ doch da an. Ah, okay. Du, Robin Beutel, wie heißt du? Sorry, Alter, Beutel, ich wollte ja nicht ins Wort fallen. Was hast du gesagt? Ey, der Typ.
Also, Beutel, ich weiß nicht, ob du mich gerade beleidigen willst oder mir ein Kompliment machen willst, aber ich heiße immer noch Robin und nicht Beutel. Ja, ich weiß. Aber das geht doch gar nicht. Na, ich glaube, da muss jemand in die Nähe. Können wir mal so einen Gegner ranlocken? Ein Gegner oder ein Reh? Ich sag aber mal, stiller Alarm. Ich denke, stiller Alarm ist bloß so ein Witz, weil ihr schließt ein Radio mit an. Das Ding wird losgehen. Ich denke auch, das ist ein Witz. Aber dann wissen wir, dass die Leute da sind. Das ist gut. Aber dann ist die Frage, ob das Radio vielleicht die Leute dann anzieht, sodass du dann dahin, genau an die Stelle, irgendwas Explosives oder so schmeißen kannst. Wir haben es halt genau ans Licht. Also neben das Licht, neben das Kreuz. Ihr wisst schon, Leute. Ich esse das mal. Das Reh ist dann erst gut durchgebraten. Ich wollte es euch rübertreiben. Treiben? Also ich wollte das Reh zu euch rüberscheuchen, aber irgendwie ist es jetzt gut durchgebraten. Hä? Irgendwer steht hier vor der Tür. Durch den Brandfall gerannt. Ach, Virginia stand vor der Tür. Ihr habt Mayo da, die Schwangere hier von Mr. Ketchup. Was? Ich muss erst mal was essen. Hey, komm mal mit hier, gut. Hey, wir haben hier eine Falle. Hallo. Warte, ich will so aussehen. Jetzt ist er tot. Entschuldigung. Ich wollte ihr nur einen Arm schießen, die ist einfach umgefallen dann. Nee, die muss doch mal in diese Radiofalle. Ja, da wollte ich sie doch hinmachen. Da habe ich ihren Arm schießen wollen, da habe ich aus Versehen in den Kopf getroffen. Na toll. Wie kriegen wir jetzt hier neue Kandidaten ran? Da wird schon noch einer kommen mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal her, ja. Tschüss, ey. Ich koche mir jetzt erstmal Wasser ab in aller Ruhe, damit ich schon Winter vorgeheizt bin. Ja, heiz dich mal vor für den Winter. Stacks, relax, grüße dich. Was trinkt er da wieder? Das war jetzt Crackfood. Wie heißt's? Naja, dann. Oh, ach ja, die Spikes. Ich vergesse es immer wieder. Ist gut geworden, ne? Ich bin ja auf den Winter gespannt. Jetzt haben wir hier lustigerweise unsere ganzen Fallen da vorne aufgebaut, ja. Und, aber hinten nichts. Aber hinten gar nichts. Und das wird im Winter wahrscheinlich lustig. Aber vielleicht kommt die ja immer. Oh, falsche Tür. Vielleicht kommen die ja immer wieder. Wir haben noch die Spikes und wir haben die erhöhte Position oben von der Veranda aus. Da können wir dann drüber schießen, war so eine Grundidee. Da können wir. Und ansonsten machen wir halt noch eine Terrasse vor die Spikes hier und bauen dann da drauf Fallen auf. Ach so, ich wollte erstmal einfach Wasser abkochen. Ihr macht mir das, wir brauchen nicht nach, weil der Robin hat ein Emote dafür. Genau. Schnauze! Holzmotterbappen! Was los, Junge? Willst du einen Pfeil im Kopf oder was? Gut, dein Pappen! Die haben schon die halbe Base. Ich glaube, das war der Dämon, das war ich nicht. Der Dämon? Ja, ich hab mir gesagt, die Dämonen haben die halbe Base zerlegt hier. Ja, die haben richtig reingepfeffert. Ja. Und Beute war in Ruhe kacken, weißt du? Kacken. Ja. Mitten im Wald. Einfach in den Wald geschissen hat er. Einfach pipsch nochmal. Ja, das kann er. Wieso ist denn das Dach immer noch nicht fertig? Was macht denn ihr eigentlich den ganzen Tag? Voll wir bauen an den Fallen, was heute der Plan war. Voll die Löcher drin. Ich mach das Dach weiter. Okay, dann mach das weiter. Wenn es jetzt anfängt mit Regnen, dann raste ich aus. Wisst ihr warum? Na, weil ich mir gerade Wasser abkoche für meine Wasserflasche. Was ich ja nicht bräuchte, wenn es jetzt regnen würde. Gab es das hier in dem Spiel auch mit so einer Trockenzeit oder war das nur in Green Hell? Hier gab es das nicht. Okay. Also nicht, dass ich wüsste. Tatsächlich. Nacht. Virginia, was ist denn los? Du klebst mir am Arsch wie eine Scheiße aus wie Kacke, Junge. Wie eine Scheiße. Da war kurz Roboter Stimme her. Scheiße. Alter, der hält die Plasteflasche in das heiße Wasser. Naja, muss er selber wissen. Ich sag dazu nichts. So, ich trinke erstmal was. Der ist abgehärtet, Mann. Was willst du mir bringen? Ein Eichhörnchen? Was hast du denn da? Aloe, sehr schön. Ja, danke. Haben wir hier noch irgendwo Arme, Beine und das ganze Zeug? Hängt gerade zum Trocknen auf. Da müsste was rumliegen zum Trocknen, ja. Nee, ich meine für Crackfruit. Ja, kannst du doch nehmen. Ach, das kann man da nehmen, oder was? Ah, ich hänge schon wieder an den Spikes. Müsste gehen, was so, es müsste gehen, weil die Fleischsuppe kannst du ja auch mit getrocknetem Fleisch kochen. Du musst nicht immer frisches Fleisch nehmen. Okay.
Jedes Mal. Aber Köpfe hängen da keine. Nö. Warte, ein Kopf. Ein Kopf. Obwohl ich Fremde zwei zugeworfen habe. Warte. Vielleicht habe ich noch einen Kopf. Aber kein Gammelkopf. Ich brauche frischen. Oh, ich habe nur Scheißkopf. Wieso ist denn meine Cam heute eigentlich so weit drüben? Ich habe nur Scheißkopf. Aber stimmt wegen Freitagstream, oder? Ich weiß auch nicht. Ich muss eigentlich hier so sitzen. Oh. Alter, und keiner sagt was. Meine Cam verdeckt auch die ganze Zeit. Meine. Wenn wir ein Großbildspiel im Hintergrund. Ich habe immer noch keinen Kopf, Alter. Ja, ich habe auch nur. Mach's gut, schlaf gut und danke, dass du da warst. Ich habe aber auch kein Frischeln mehr. Na toll. Wie soll ich jetzt hier Crackfruit kochen? Das weiß ich doch nicht, Junge. Wo habt ihr das Kabel von dem stillen Alarm ran, ihr Birbit? Oder musst du da kein Kabel ran? Ja, scheinbar nicht. Es funktioniert nicht. An das Kreuz. Nein, es geht nicht an das Kreuz. Nein, der stille Alarm selber. Na, der war am Kreuz dran. Was Beutel, wir du? Fragen, ob wo am stillen Alarm das Kabel ran musste. Ach nicht so. Am Kreuz. Naja, vom Kreuz, von dem Solarpanel vom Kreuz. Nee, das, du hast ja keinen Spot für den stillen Alarm. Das ist ja die Grundfrage gerade, die ich jetzt schon Ja, du kannst das irgendwo anschließen. Das Ding wird einfach ausgelöst hier. Und dann geht's an, weil das Ding funktioniert ja mit Batterie, verstehst du? Wen musst du eigentlich erschießen, wer da mein schönes Kreuz umgesetzt hat? Ich, damit wir auch was Wirksames gegen die Dämonen haben, weil die sind volle Kante durchmarschiert, hier wenn Tor offen ist. Ach, ich hab doch gesagt, wir machen überall Kreuze. Und wenn du so viele Glühbirnen holst, ist was? Ach, Katastrophe. Die machen einfach, was sie wollen, die hören gar nicht mehr auf mich, Leute. Aber ich würd auch nicht auf mich hören. Was? Ey, aber da müssten wir vielleicht übelst viele so eine stillen Alarme aufbauen. So. Es ist vor allem eher die Frage, wo man die aufbaut, weil man muss doch hören, was es ist, oder? Dein Wasser ist übrigens fertig. Ich wollte gar kein Wasser kochen, sondern Bein- und Armsuppe, aber ich finde keinen Kopf. Okay, dann Wasser ist jetzt am Verdunsten. Schöne Scheiße. Na, das Wasser habe ich mir jetzt schon abgefüllt. Dann koch ich mir jetzt was anderes. Doch du kannst doch das saubere Wasser wieder einstecken, das geht auch. Nee, ich koche mir jetzt was anderes. Okay, dann geht das? Das ist okay. Ach so, nö, ich presse einmal hier Feldration die ganze Zeit. Da hab ich jetzt einen Topf voll Wasser, da hab ich zwar keinen Crackfruit. Warum sag ich eigentlich immer Crackfruit? Weiß das einer von euch? Wir wissen es nicht, du nennst uns ja auch da nicht Beutel. Merkwürdig. Merkwürdige Dinge gehen in diesem Wald vor sich, Freunde. Komm mal, Kopf ran jetzt hier. Oha, diese Sprungvorrichtung für den Gleiter, die ist ja riesig, wa? Ey, ist das bei einem frischer Kopf hier auf den Efuji, was sie gesetzt haben, die Arschgeigen? Ich mach das kaputt, dann kommt die doch, oder? War das nicht so? Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist ein Schädel, was du dann sammelst, oder? Wieso geht das nicht kaputt? Ja, ist ein normaler Schädel, aber den brauchte ich auch, guck. Ich mache mich mal auf die Suche nach einem schönen Kopf. Was Frisches, Leute. Mal was Frisches auf dem Teller, wisst ihr? Ja, ja. Oh, das sind welche. Oh, das sind Mutanten, aber so richtig viele. Handgranate war auf der Viere. Von denen gibt es aber keine Köpfe. Aber ihr braucht doch Rüstung, oder? Ja. Nee, Matthias, warte. Dann hör doch auf zu trinken, wenn du jetzt schon so betrunken bist, dass du jetzt nach Hause willst. Du hast vor nicht mal einer halben Stunde angefangen. Was ist los mit dir? What the fuck? Hat er sich jetzt wieder auf Arbeitsreise und Mitbewohner, mit dem man sich gut verträgt, kam jetzt mit der Jackie Cola vorbei. Du musst nachladen eben. Ich auch. Wie lange leben die Arschgeigen eigentlich? Wie viel Scheiße soll ich noch in die reinpumpen, in die Arschköppe? Mann, ey, ich hab einen Kopf gefunden. Ne, ich komm nicht an den Kopf ran, weil da ein Pfeil... Ist auch Mutant. Ach so. Und den Kopf hast du zerschossen. Also hier, Leute, wir können hier Dings rausholen. Zwei, drei können wir wieder häuten. So, welcher? Ja. Innen bei uns. Fünf. Drei, zwei, eins.
Schwuppdiwuppdi. So, hat der hier unter dem anderen Mutanten? Der hat nicht weiter. Der hier. 3, 2, 1. Ja, dann bis warten. Also, ey, dieser Typ, ne? Ich hab damit nichts zu tun. Den kannst du nicht häuten hier, glaube ich. Nee. Ach, das ist so ein Deko-Totem, den kannst du nicht zerstören hier, wa? Okay. Hm. Oh ja, noch irgendwo Wolf. Ein Schädel und hier haufenweise Schnapsflaschen, aber du kannst sie nicht mitnehmen, ne? So ein Beschiss. Das Spiel gönnt einem aber auch gar nichts. Ich hab das Gefühl, die kommen nicht wieder, weil das Lager zerstört wurde. Ich bin hier doch mal mit dem Golfwagen durchgepiest, deswegen steht doch keine Zeit mehr. Hm. Oh, stopp. Was? Da kommt was. Was? Ich brauche Köpfe. Will und was? Ich glaube, das ist was anderes als Köpfe. Was dick ist? Hat vielleicht viele Köpfe. Bei, Fendi, dann geh doch bitte jetzt aufs Klo, bevor es dann mitten im Kampf passiert, ja? So, ey, lasst mal zurück zur Base, Leute. Da hinten sind so Mutanten. Mutanten. Hä, wo siehst denn du hier welche? Also, naja. Was? Im Waldbeutel, nee. Das ist nicht Mutant, das ist, Ey, ja, ich brauch die Köpfe. Ureinwohner, das ist Ureinwohner. Ureinwohner? Die Ureinwohner. Hey, wo willst du denn? Im hohen Gebüsch willst du kämpfen, viel Spaß. Wollte okay, du sollst den Typen auseinandernehmen und nicht den Baum fällen. Achtung, da ist noch einer oben irgendwo. Ja, deswegen block ich gerade schon hier wie ein Weltmeister. Ey, der hat irgendwo... von allen Seiten, du Mistöck. Der hatte irgendwo noch einen Pfeil von mir rumstecken. Ja, der ist hier unten, ja. Neben dem Kopf. Ja, haben. So, jetzt guckst du mal, ob die Arme... Achtung! Ich kann nicht. Das ist alles noch... Ich kann nicht! Jetzt habt ihr mir meine Rüstung wieder runtergeschlagen, die war doch gerade frisch angezogen. Ja, er war dabei auf dich einzuschlagen, wir haben ihn geschlagen. Gibt's ja wohl nicht. Beutel, hier sind Köpfe. Jetzt ohne Ende. Nee, ich hab jetzt, wenn jetzt hab ich, ich gehe nach Hause. Tschüss. Wird, ja, retten wir ihn nicht mehr, damit er sich nicht beschweren kann, dass wir ihm die Rüstung zerschlagen hätten. Ich musste aber im Inventar gucken, ob die Beine und Arme noch frisch sind. Das war viel wichtiger. Warum haut der jetzt den Baum, der Idiot? Hast du doch gesammelt, natürlich sind die noch frisch. Nein, die habe ich doch gerade von der Wäscheleine genommen, bei unserem Lager. Ja, da sind sie frisch. Hier liegt noch ein Arm. Kann ich mir aufnehmen. Was, wo? Auf der Wäscheleine verhinderst du ja, dass das vergammelt. Und wenn du so dann getrocknet ins Regal legst, sind sie verwendbar. Aber es hätte ja Sinn können, dass sie einfach dann, wenn ich sie ins Inventar stecke, weiter trocknen. Oder vielleicht wieder gammeln. Ja, gut. Es hätte natürlich auch sein können, dass du dir drei Arme und drei Beine ins Inventar steckst und dann wächst eine zweite Virginia draus. Klar. Aber wir reden hier von Sons of the Forest. So, ich hau noch mal meinen Kochtopf da drauf. Ja, mach das. Lass nicht wieder stehen. Na gut, wenigstens gab's noch mal ein paar Seile und Crunchy-Zeugs hier. Crunchy-Wunchy. Oh, schöne Finger fressen. Oh, geil. Lecker. Oh, ist das geil. Schön knusprige Finger. Lecker. Mit Barbecue-Soße. Also ich brauche wieder Bilme. Sehr ramontisch ist es bei uns. Ramontisch? Jo. Ja, ist eigentlich der Kopf schon wieder vergammelt. Ist mir doch echt der Kopf schon wieder vergammelt, Mann. Mir ist der Kopf vergammelt. Siehste? Mach sich über mich lustig. Den hab ich vorhin aufgehoben. Das war der, den ich eigentlich dem... Nee, der ist roh. Warum kann ich den nicht aufhängen? Weil man Köpfe nicht aufhängen kann. Aber wieso nicht? Weil der keine Haare hat oder was? Ist das gerade Katzendiskriminierung oder was? Der Sicherheit. In der Sicherheit, genau. Bein. Noch ein Bein. Wieso kann ich das Arschloch-Armding nicht aufhängen? Dann ist der Arm schon vergangen, oder? Ja, aber wie denn? Wie schnell vergammelt denn der Scheiß? Man kann doch den Kopf am Ohrläppchen aufhängen, oder nicht? Ich meine, das hält doch, bis er trocken ist. Läuft doch noch die Suppe raus hier aus dem Hals. Ist doch noch frisch. Oh, geht nicht. Arschloch-Spiel, ganz ehrlich, ey.
So, lass uns beenden. Guten Tag, Kelvin. Ah, Kelvin, sich erstmal schön am Dings hier bedient an den Köppen. Und dann, ich meine, an den. Weißt schon. Ich habe gerade gefressen. Ja, schön. So, wann? Pennen wollen Sie auch? Ich komme. Ja, stimmt. Oh. Ja, das ist auch eine Idee. Ins Nasenloch einfach den Haken, den Fleischerhaken. Aber wir müssen ein Loch im Dach lassen, dass man im Prinzip die Rampe hochgehen kann und trotzdem hier unten landet. Das ist gut. Das gefällt mir. 2 von 3. Mhm. Ja, können wir machen. Dann hätten wir auch ein bisschen mehr Tageslicht, weil die Fenster sollen ja noch Fensterläden bekommen, theoretisch. Ah, es wird alles elektrisch hier. Alles elektrisch. Wir sind noch. Ey, jetzt bin ich aber mit meinem Kopf hier hängen geblieben. Großer. Siehste? Dann schneidet euch endlich die Haare, ich sag's euch seit Jahren, ja? Nö, wir machen einmal hier die Bretter weg. Da sind sie ja eh sinnlos. So wird es hier ablaufen. Ich hab extra Bretter weggenommen. Ja, aber dort brauchen wir sie ja eh nicht, deswegen. Na doch, wenn du von der Terrasse aus reinlaufen möchtest. Ach so, warte, ja. Nein! Ja. Doch? Nein, von der Terrasse aus kommst du gar nicht rein, weil doch da die... Von der Terrasse kommst du da rein. Ja, weil doch da aber die Betten stehen. Dann machen wir hier... Ja, und deswegen kommst du dann, wenn das Brett hier fehlt, nicht mehr durch. Ohne runterzufallen. Ja, aber so stoß ich mir den Kopf. Und Fenrir auch. Dann zieh Kopf ein. Ah, nee. Katastrophe. Fenrir sagt doch immer was. Was soll ich noch sagen? Reißt er mir die halbe Base ab? Ich sitze hier die Tag und Nacht und baudet, weißt du? Ach, richtig ab. Und hängt wieder keiner Fisch auf. Was für ein Fisch? Oh Gott. Der Pfahl für Trophäen müsste gehen? Aber dann ist es doch eine Trophäe, dann trocknet der doch nicht, Iron Jack. Oh, hier geht's auch. Ich werd blöde. Dann kann ich doch den Kopf nicht mehr zum Kochen nehmen. Weißt du, wie ich's meine? Das ist geil. Okay, warte. Was macht ihr so? Müsste geben zum Kochen, sagt Iron Jack. Ich trinke Uso. Und was machst du so? Aber wo trinken? Vergesst nicht das Trinken, Leute. Fenrir? Genau, immer schön. Ja, was? Kannst du mal zu mir kommen? Ich bin doch bei dir. Wo willst du denn hin? Hier hin? Ich soll doch schon wieder in die Luft fliegen. Nee, hast du da mal einen Rehkopf? Ein Rehkopf? Ja. Hammer. Das sieht jetzt geil, Alter. Warte, wir müssen da. Wir müssen das hier wieder wegmachen. Wir machen hier vorne nur Rehe. Das ist so geil. Ich gehe auf Rehjagd. Robin? Na egal. Ich nicht. Wir gehen Rehe jagen. Was? Ich will es jetzt auch wissen. Die Falle ist aber gefährlich, die hier vors Kreuz aufgestellt wurde, weil die pendeln halt so lange. Die machen übelsten Schaden. Die machen nämlich auch Virginia und Kevin kaputt. Wieso sind hier Babys plötzlich? Leute, dann haben wir hier irgendwo eine Armsi in der Nähe. Hier ist ein totes Baby. Na, ich brauche aber ein Reh. Ich höre hier welche rumplatschen. Habt ihr gerade ein Baby in den Dingens mit einem Golfwagen totgefahren? Ein Reh? Nee. Oder was ist da jetzt los? Wir brauchen Rehköppe. Ganz viele Rehköppe. Kannst du immer nur einen nehmen, das ist ja das Problem. Ja, aber wenn wir beide zur gleichen Zeit ein Reh schlachten, kriegen wir beide den Kopf. Also im Prinzip brauchen wir immer nur ein Reh für 3 neue Köppe. Das sind die Mutter von diesen Drecksbelgern. Mutter, wo bist du? Jetzt sind hier keine Rehe. Es waren doch immer Rehe hier. Naja, vielleicht sind die ja schon ausgestorben, weil sie uns immer in die Fallen rennen. Ach so, Leute, ihr wundert euch, dass ich so komisch bin. Es liegt tatsächlich daran, dass ich letzte Nacht ganz, ganz wenig geschlafen habe. Und heute arbeiten war und einen ziemlich krassen Tätowiertermin hatte, der mir ganz schön viel Energie geraubt hat. Deswegen ist er heute Abend hyperaktiv. Nö, ich bin halt einfach nur in Gedanken echt
matschig. Ey, das kann nicht sein, dass ich hier 50 Kilometer durch den Dreckswald renne und kein einziges Reh sehe. Was ist mit dem Wald passiert? Hat sich der Mensch hier etwa breit gemacht? Moment, 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 der Herbst kommt. Es kann sein, dass nächsten Ingame-Tag schon wieder Winter ist und dann hast du gar keine Rehe mehr. Ey, gibt's so Elch-Trophäen? Ist das doch, sollte. Okay, hier kommt was. Wie stecken denn die Dreckdinger ein? Wie viele Rehe hättet ihr gerne? Ich hab hier 5. Okay, lass mal einsammeln hier. Na, wir brauchen ganz viele. 3, 2, 1. Ich komm jetzt grad zu euch, um euch zu helfen. Nee, alles gut. Da kommt übrigens ein Sturm. Was kommt? Der Wind weht. Der Wind weht. Der Wind heult. genau, Fenrir. Lass mal schnell hier kurz looten. Batterie. Kopf. Hab ich. Und dann gehen wir zurück. Wir brauchen die Rehe, die dort sind. Weil wir können immer, wenn wir alle 3 zur gleichen Zeit, können wir immer 3 Köpfe rausholen. Da müssen wir jetzt bloß noch Äste sammeln unterwegs. Hier sind noch übelst Seile. Ja. Wo ist denn unsere Base? Robin? Robin the Rockstar? Na, ich habe hier keine Orientierung mehr. So, sammelt mal unterwegs noch ein paar Stöcke. Oh, da ist ein Reh. Ach, Kevin schon. Alter. Weißt du, andere mit einer Armbrust und erstmal 70 Schuss daneben gepfeffert. Nein, oh, fuck, hier, kommt mal bitte her. 3, 2, 1. Na, stopp! Alter. 3, 2, 1. Warte erstmal, bis wir da sind, bis. Jetzt? Ja, jetzt, Mann, jetzt! Jetzt, ich krieg kein Zeichen doch, jetzt. So, haben wir jetzt den Kopf? Ja, ich hab eh ne. Achso, ich hatte schon Kopf voll, stimmt. Geilo! Und Äste. Nee, das war ein Adler. Wär das nicht die beste Nachttischlampe, so eine Hirschkopf-Trophäe und dann hängst du da einfach eine Glühbirne ran? So ans Maul? Oh, ich hab vergessen nachzumachen, scheiße. Hast du wieder vergessen, die YouTube-Folge anzumachen? Nee, die ist schon die ganze Zeit an. Okay. Und die geht jetzt noch ungefähr 22 Minuten. 22! Ja, lauf rein da. Jawohl! Es gibt wieder Wildfleisch gehacktes! Okay, da sind. Diese Falle ist echt pervers, ey. Bist du gerade. Ja, bist du. Brenn ich? Ja. Weil der Kadaver hat die Feuerfallen ausgelöst, während du durchgelaufen bist. Ausgelöscht. Ausgelöscht. So, dann hängt mal eure Köpfe hier ran. Kopf dran, Junge. Alter, was ist jetzt schon wieder? Robin, du brennst! Ja, wie ein Kadaver. Hängt mal eure Köpfe ran. Ich kann doch gar nicht. Alter, wir sind hier gerade am Fallen neu platziert! Und Tipps, sorry, dieser Kerl manchmal, weißt du? So. Seid ihr bereit? Ist da gerade wirklich ein Eichhörnchen durch? Alter, diese Brandfallen müssen wir umplatzieren, ohne Scheiß. Wir allein mehr Schaden davon als die Gegner. Mit einem Eichhörnchen ist das Ding jetzt losgegangen hier. Okay. Fenrir, kommst du her? Ja, ich bin doch hier. Hast du deinen Kopf schon dran? Ich nehm dir. Ja, der hängt. Oh, ey. Och, nö! Ist das ein Scheiß mit diesem Teil. Noch ein Eichhörnchen? Irgendein ich hab die jetzt mal umgesetzt. Das geht ja gar nicht. Ja. Fenrir hat da kurz in der Luft gehangen bei mir. So, können wir das Reh kurz holen? Jo. Robin? Ich hab's schon. Wie oft denn das noch? Okay. 3, 2, 1, ab geht er. Aber hast du den Kopf schon dran gehangen? Ich habe Kopf immer noch im Inventar und ich weiß immer noch nicht, wohin das Ding ist. Ach du Scheiße, dein Ernst. Wieso habe ich jetzt keinen Rehkopf? Verdammt! Ich aber auch nicht, hä? Ja, weil der Kopf schon fehlte. Robin hat sich das Ding einfach ohne uns geholt. Ich bin ja eher für diese Version. Das machen wir dann oben. Das okay. Ist geil, Alter.
gefällt mir. Aber klappt übrigens, wie Iron Jack geschrieben hat, man kann die, diese Trophäen einfach aufhängen, um die Köpfe frisch zu halten, tatsächlich. Okay. Oh, das gefällt mir. Wollen wir denn oben nicht lieber die Waschbärenköpfe anhängen? Nee, die sind halt so klein. Die nerven mich. Die machen wir ans Bett. Na, aber oben, oben im Schlafzimmer, direkt neben dem Bett, am Kopfkissenende? Ja, das können wir machen. Oder die Schildkrötenköpfe. Nein, die sind noch kleiner. Dann, naja, cool. Wir haben ja die kleinen Schildkröten und die großen Schildkröten. Da gibt es ja tatsächlich zwei Größen von. Fakt ist, wir brauchen ein Reh. Das ist ja im Ikea-Katalog mit enthalten hier. Und da steht eins, ich sehe eins. Kimme und Korn, Leute, mit der Pistole. Zack, Headshot! Leute, wir können uns drei neue Köpfe holen. Alter, der Beutel ist echt, der ist so krank, ey. Was machen wir denn heute? Wir wollen Fallen bauen. Am Ende des Streams, was machen wir wirklich? Hirschköpfe sammeln. Ist doch mal eine schöne Abwechslung. 3, 2, 1 und go. Ja, du hast go gesagt, also habe ich losgelegt. Ja, Sascha, ich grüße dich, mein Lieber. Hallöchen. Manchmal verschwindet die Hitbox wieder. Ah, scheiße, ich habe Fälle voll. Fälle voll, Fälle voll. Ey, wieso habe ich einen Kopf voll? Scheiße, hatte ich noch einen Rehkopf? Vielleicht habe ich. Alter. Warum habe ich einen Kopf voll, Alter? Leute, warte, von hinten jetzt, warte. Alter. Nee, ich hatte die Köpfe nicht voll. Hab ich ihn erwischt? Hab ich dich erwischt? So. Wahrscheinlich nicht. Ich hab ja gerade geguckt, ob ich Rehköpfe einstecken hatte und die hatte ich nicht jetzt. Aber da liegt vielleicht kommen ja auch zwei Rehköpfe raus, wenn wir zu dritt dort reinhacken. Vielleicht denkt sich das Ding, okay, dann machen wir sechste draus. Nee, das war einfach Fenriers. So sieht's nämlich aus. Hey. Ne, jetzt liegt dir nämlich keiner mehr. Andreas, mach's gut, schön, dass du da warst. Bis bald mal wieder. Andi, hau rein. Großer. Tschüss. Wo ist denn jetzt die Tierhaut? Habt ihr hier hinten noch so eine Tierhaut aufgesammelt, die weit weg lag vom Dingens? Vom Reh? Nee. Nö. Oh, das ist blöd, das ist doch schon despawned. Weil ich hatte voll und jetzt wollte ich gerade noch schnell. Ey, aber die Falle, die müssen wir wegnehmen hier, Robin. Das ist wirklich. Robin, hier. Ach, da runter, hier, Holz. Danke. Sie rollt Dankeschön. Einfach die Rehhaut rum, Alter. Wieso musst du denn da weg, Leute? Die macht doch keinen Schaden an den Fallen. Nee, die macht aber Schaden an unseren NPCs und an uns selbst. Also ich würde uns schon einen kleinen Weg zum hier irgendwie lang... Okay. Weißt du, wie ich meine? Also, wir kommen doch hier drüben durch. Gucke. Ja, nee. Lass mal noch ein bisschen Spielraum für uns. Das ist, weil die Fallen, die sind halt krass. Du kannst dich dann gar nicht mehr richtig bewegen, weil die halt enorm Schaden machen. Achso, wenn die schwingt. Ja, okay, du hast recht. Wenn die schwingt, dann kommt man da auch nicht mehr durch. Durch die Kleine. Sascha, voll am Eskalieren hier, Alter. Was da los? Sascha, grüße dich. Schon wieder 12 Kies gedroppt oder was? Sargnagel, schön, dass du da warst. Nachti. Er haut jetzt gerade ein Alert als. Jetzt was? Odins Runenlied? Was noch alles, Junge? Die Trümmerleute geht jetzt auch ins Bett. Momente mal. Er haut gleich. Gute Beutel, Schreiter. Moment, Odins Runenlied kriegst du sofort. Sascha, halt dein Geld zusammen. Der Fenrir, der hat genug. Du brauchst es gerade nötiger. Ne, der Fenrir hat eigentlich auch nicht. Ne, das sind doch nur Kanalpunkte. Ach so. Nur Kanalpunkte. Anal. Was wollte ich jetzt? Genau, Odin. Analpunkte natürlich. Analpunkte. So. Ey, Trümmerleute, du hast wohl morgen frei oder was? Das ist ja krass. Hier alles gebaut wird. Du bist durstig, steht die ganze Zeit da. Naja, dann müssen wir halt mal was trinken. Du Lüch, ich such's dir raus. Wo ist, bin ich jetzt bescheuert oder was? Ja, Viertelstündchen machen wir noch, Leute. Ungefähr. Ich sehe nicht mehr. Er sieht nichts mehr. Das ganze Internet weiß Bescheid. Bin blind. Der Fenrir, der schreit nämlich so laut, dass einfach das ganze Internet Bescheid weiß. Ja, Mann, ich bin
Megafon in der Fresse. Megafon! Na, wie Obelix ist als Baby in einen Zaubertrank gefallen und du bist als Baby halt durchs Megafon gerutscht. Klingt, ja, hat mir jemand ein Megafon ins Arschloch gesteckt. Klingt komisch, war aber wirklich heute ist aber so. Geil, was denn? Ah, nee, jetzt sind wir bei Lord Fafnir. Warte mal. Wisst ihr, worüber ich eigentlich richtig traurig bin? Dass der Kai nicht mit dabei ist. Ja, also, der wollte ja nicht. Schon 70.000 Mal angeboten, dass er mitmachen kann. Der ist immer noch verstört durch unser letztes Projekt. Der einzig Bartisch, der hätte hier auch seinen Spaß. Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit nur mitmachen mit ihm. Der ist so verstört von unseren letzten Zusammenspielen, dass er erstmal ein bisschen Erholung braucht. Na, weil ihr einen Stock im Arsch habt. Andersrum. Er hat sich mal über uns beschwert. Er hat hier einen Stock im Arsch. So, jetzt haltet mal kurz die Fresse hier. Nee. Mute dich doch einfach im Discord. Geht ja nicht. Die Fresse aber wieder halt. Nee, mag nicht. Du das kannst geht dich ja nicht. Du hast davon die Tastenkombi gelernt. Was? Wie geht die Tastenkombi? Steuerung Shift D oder Steuerung Shift L. Drei Tasten, willst du mich verarschen? Ja. Also eine halbe Taste. Jetzt, siehst du, das habe ich dir gar nicht gesagt, Beute. Es geht wieder mit dem Steam Deck. Das geht wieder, ja? Okay. Ja, aber du musst das Plugin nochmal neu runterladen. Okay. Und da musst du dich halt vom Steam Deck selber aus anmelden bei Elgato, damit er die Connection wiederfindet mit deiner E-Mail-Adresse. Sonst macht das nicht. Okay. Gut zu wissen. Oh, hier ist er auch schon wieder voll. Ich sammle hier die ganze Zeit Stöcke da draußen. Ich weiß gar nicht warum. Ich würde es einmal mal machen. Gut. Na, ist schon gut. Wir werden das Stöcke brauchen. Du zockst auch noch ein bisschen. Zockst du allein Forest? Ist das nicht ein bisschen gruselig? Allein ist es irgendwie voll anders, oder? Naja. Also schon, da überlegst du dir dreimal, ob du in den Kampf rennst oder nicht. Ja, das stimmt. Ich mach mal noch ein bisschen Dach oben. Oh, ich bin auch schon dabei wieder. Jetzt haben wir erstmal so eine Grundverteidigung da, ne? Ich meine, was wir ja auch noch machen könnten, wäre zwischen den Fallen, also nur da, wo wir nicht durchlaufen wollen, so ein paar Spikes nochmal setzen, ne? Daher ist es ganz gut, dass du gerade wieder Stöcker sammelst, Beute. Alter, Kelvin, jetzt mal ohne Scheiß, hättest du nicht diesen geilen Anzug wenn du ihn nicht anhättest, dann würde ich sagen, du bist eine geile Sau, aber... Apropos, haben wir denn nicht irgendeine Klamotte für Virginia eingesammelt? Das weiße, dieser weiße Badeanzug, der macht mich ganz verrückt. Gute Frage, nächste bitte. Hä? Aber stimmt, den rote Latex-Outfit hatten wir schon, oder? Hat der das Ding jetzt hingesetzt, Alter? Was hast du, ein rotes Latex-Outfit? Das kann ich mir vorstellen, Alter. Ja, du bloß nicht dämliche. Oh ja, versteck dich hinterm Kreuze. Siehst du, kaum reden wir von Latex-Outfits, ja? Oder von Umziehen, versteckt die sich hinterm Kreuz. Versuch die Virginia zu machen, wa? Hier, die Mitte lassen wir jetzt frei. Den Trainingsanzug haben wir. Ich setze hier mal einen Marker. Die Dinger reiß ich jetzt auch mal ab. Also zumindest den einen. Beutel macht schon wieder alles kaputt. Ja. Jetzt bin ich auch mal dran. Warum? Mein Kreuz wurde auch abgerissen, so. Nee, ich hab's umgesetzt, nicht abgerissen. Nee, Robin, hier ist die Mitte, die würde ich frei. Guck mal, wo ich... Jetzt ist er runter. Nee, wo ist er denn? Robin? Hallo, ich Robin? Genau vor dir. Also hier würde ich offen lassen, deswegen hatte... Er dreht sich in alle fünf Richtungen, und in der sechsten stehe ich. Deswegen habe ich jetzt den hier als Marker gesetzt. Also hier würde ich offen lassen. Wo ist er denn hier? Hier. Oh, das war was? Ich. Das war dann wohl die Sprengfalle? Jupp. Warte mal, ich will mal ein bisschen hier. Ja, wer ist denn jetzt in die Luft geflogen? Muss man die Granate jetzt wieder auffüllen oder nicht? Hab die Schnauze voll von euch. Wo ist denn die? Ja, wo hast du sie denn platziert? Ach, vielleicht ist sie komplett weg? Wenn die einmal explodiert, logisch, weißt du? Ja, könnte man sich gut vorstellen, ja, aber es wäre schade drum. Das war ja eigentlich hier, aber ihr habt es ja auch 50 Mal umgesetzt, genau wie mein Kreuz. Die haben wir nicht umgesetzt, die haben wir die ganze Zeit überstehen lassen. Oh, da ist ein Reh, wir brauchen Reh, Leute. Boah, Alter, ihr mit so scheiß Köpfen, lass doch erstmal die Fallen bauen, bevor wir an die Dinger denken. Nein. Oh, ihr habt's nicht getroffen, doch, in den Rieke. Muffpuppe? Was, Muffpuppe? Schreibt, was ist eine Muffpuppe? Schreibt der Chat. Alter. Oh Gott, was war denn das jetzt? Hä? Wie oft schießt er denn bitte daneben bei einem Reh?
Ja, normalerweise klappt das auch. Ey, das rennt auf unserer Brücke. Das ist ja geil. Und vor allem, warum jedes Mal gleich mit Schießpulvermunition, die wir erstmal so mühsam wieder sammeln müssen, statt einfach die Armbrustbolzen zu nehmen, die du wieder aufsammeln kannst? Armbrust? Ich hab eine Armbrust? Wir haben alle eine Armbrust. Das war viel zu weit weg. So, jetzt liegt's auf der Brücke. Kommt ihr bitte zum Köpf... Nein, es fällt drin zu... Nein, machen wir es nicht. Doch, wir brauchen unbedingt die Köpfe. Nein, nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen Fallen. Nein, wir brauchen die Köpfe. Ah, so, Keller, bist gut, Mine. Kommt ihr jetzt? Nein. Danke. Ah, Fenri, ich glaube, er weigert sich los. Moment. Ich sag 20 Mal nein. Ah, Fenri, ich glaube, er weigert sich. Nein, ist der Kopf ins Wasser gefallen. Oh, ich krieg die Krise. Nein, oh Gott, hier ist noch einer. Ich hab einen, ich hab einen. Und Fleisch hab ich auch. Ich hab auch einen. Jetzt ist das Fleisch aber weg. Was ist denn da los? Fleisch! Gut, du hast jetzt die Fische gefüttert mit dem Fleisch. Ah, ja, geil, Mann, das war erfrischend. Ah, erfrischendes Fleischbad. Also haben wir jetzt keinen See, sondern einen Wurstwassersee. Ja. Alles klar. Echt so für Wurstwasser, Joe, weißt du? So. Warte, Fenrir, steck hier noch einen Stock rein. Denk dir mal ein Stück rein. Was ist denn das heute wieder hier? Oh, hier fehlt aber was. Warum fehlt denn hier ein Stück an dem Ding? Ne, das sieht einfach noch merkwürdig aus. Das sieht aber merkwürdig aus, hä? Ja. Junge, Junge, wo ist denn hier? Steck's an. Jetzt fehlt genau ein Rehkopf, nur weil der Robin sich geweigert hat. Jetzt muss ich nochmal Reh jagen. Ich würde ja gerne Fallen bauen, aber ne. Jetzt muss ich halt nochmal ein Reh jagen. Nur weil der Sturkopf sich durchstellt. Also. Ich baue Dächer. Ich dreh durch, Junge. Ich würde auch gern Dächer bauen. Stattdessen muss ich jetzt wieder 10 Minuten damit verbringen, hier Rehe zu jagen. Ja. Und geh doch am besten da, wo die Herde ist. Statt mitten durch den Wald zu stapfen, ohne zu wissen, wo du hinläufst. Herde. Wo ist die Herde? Da, wo sie vorhin auch war. Im Herderpark. Wo es jetzt weniger sind. Ich sehe kein Reh. Oh, Kelvin! Dann los, Kelvin ist doch voll der Jute, hast du eben gesagt, war voll fleißig. Ja. Wenn er nicht wieder 70 Jahre lang versucht, an derselben Stelle durch die Palisade zu rennen, statt um sie herum. Und die Stöcker aber, oh ja, genau, die Stöcker schmeißt er uns aber hier durch die Tür durch. Der Kelvin ist ein Guter. Das wusste sogar sein Bruder. So, Stocklager ist voll, deswegen, ja okay, das könnt ihr erklären, warum ihr gerade Entschuldigung. Macht. Dann... Das ist der Beutel, Alter, ey. Müsst ihr mal Felsbrocken sammeln. Ey, also Portemonnaie, Alter. Heb das Portemonnaie auf. Ich hab genug Portemonnaies, Junge. Alter, ich könnte mal einen Energy reindrücken. Gut, Kelvin ist wieder verbuggt. Wir nehmen keine Befehle mehr an. Da würde ich auch nicht, wenn er wüsste, dass der Typ, der ihm Befehle geben will, nicht mitgemacht hat. Weil er Köpfe sammeln möchte. Bei der lustigen Rehkopf-Aktion, weißt du? Die Leute, die gucken seit zwei Streams, wie wir hier die Base mit Fallen bestücken und mal so ein bisschen Köpfe sammeln, das ist doch mal eine schöne Abwechslung. Weißt du? Du musst auch ein bisschen Humor in das Let's Play bringen. Nicht immer nur Sturm. Du musst mal ein paar Eier braten. Genau, musst auch mal ein paar Eier braten, Junge. Nicht immer nur Ist okay, besorg mir eine Pfanne, ich brate dir deine Eier. Aber abschneiden kannst du sie selber. Immer Sturm. Du hättest jetzt sagen müssen, kann ich nicht. Keine Eier. Lachs Carpaccio mit Safransoße, ole. Das ist was Feines. Ja, schmeckt gut. Ne, hab ich selber noch nie gegessen, aber. schmeckt. Das Video hat's halt zum Kult gemacht, ne? Ja. So, jetzt kann man das. Ich muss ja jedes Mal, meine Frau lacht sich immer tot, wenn es irgendwo im Markt und ich laufe dran vorbei und da steht Lachs Carpaccio, ich hau das immer volle Lautstärke raus. Lachs Carpaccio mit Safransoße, olé! Einen Jack, wir haben noch nicht alle Blueprints. Sonst hätten wir ja schon die Scheinwerfer zum Beispiel oder. Den Speerwerfer. Oh Gott, mir fliegt die Nase weg. Zu viel Crack. Dann hör doch endlich auf zu koksen. Über Muffpuppe gibt es eine South Park-Folge.
Okay. Ja, ich habe halt... Park? Warte, ein Saufpark oder Saufpark? Saufpark, Freunde. Naja, du weißt doch... Das eine klingt ein bisschen wie Elsterland, ja. Das andere klingt wie die amerikanische Zeichentrickserie. Du weißt doch, wie der Ossi halt das TH ausspricht, oder? Genau so, Saufpark. Wartet mal. Was denn jetzt? Was? Warte. Was? Fallen ausgelöst irgendwo. Rede mit uns, Fenrir. Hör auf zu stottern. Falle! Ich hab's aber auch gehört. Was war das? Oh, die Rehköpfe sehen übelst geil aus, aber da hinten fehlt eins. Ich muss nochmal reagieren. Es fehlt genau ein beschissener Rehkopf, Leute. Ein Rehkopf fehlt dir. Ja. Genau der, den Robin nicht holen wollte. Aus Sturheit. Genau der. Ja, ja. Ach, unglaublich. Gott, ey, jetzt, ihr zwei, Alter. Das Schöne ist, dass ich immer das Gefühl habe, da ist eins, dass Robin meinen Humor nicht versteht. Aber ich glaube, der verarscht mich einfach und versteht ganz genau. Nö, alles in Ordnung, Beute. Also ich mache hier bloß meine Strichliste für später. Ich weiß, da kommt was auf mich zu. Ich habe einen Rehkopf, Leute. Und in der zweiten Etage machen wir dann Elche. Weißt du, Motte, eines Tages, wenn wir uns mal wirklich in Real Life treffen, da kriegst du den Hirschkorb ins Gesicht. Ey, da bring ich dir aber auch einen Rehkopf mit. Ich hab sogar einen hier hin. Und dann setzen wir uns den beide auf und dann rennen wir rum wie die Typen mit den Pferdemasken, ne? Oh nee, ihr habt der Alten wirklich, sagt man nicht der Alten, ihr habt der Virginia... Den Trainingsanzug gegeben. Ein 90er Jahre Trainingsanzug, das ist so furchtbar. Vom Flohmarkt ist der, Alter. Ja. Und einen anderen hatten wir nicht. Du hattest die Wahl zwischen dreiviertel durchsichtigen Badeanzug oder Trainingsanzug. So. Okay. Und da es keine Anzüge gab, dachte ich mir, du nimmst den Trainingsanzug. Geil, die Front ist fertig, Freunde. Guckt euch das an. Das sieht so geil aus. Ohoho. Ich werd blöde. Jetzt mache ich das Dach mit. Ich find's klasse. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein Künstler bin. Hä? Wie kann ich denn da daneben schießen? Bleib stehen! Du Bumskopf! Wir brauchen keine Rehköpfe mehr, wir brauchen jetzt Elche. Alter. Wolltest du nicht noch ringsherum die Trophäen platzieren? Ich frag bloß meinen Freund. Ne, das kommt dann später. Vorne erstmal die Front, das war wichtig. Ah ja. Sieht doch geil aus, oder? Mhm. Da kommen die Mutanten und denken sich, oh Gott, die sind ja noch beknackter als wir. Hier gehen wir mal lieber nicht hin. Voll daneben. Geht doch bei dem Motto, wenn schon daneben, dann richtig, ja? Mhm. Voll daneben bin ich auch manchmal. Manchmal? Ist das jetzt auf einer Höhe oder nicht? Ich werde immer blöde mit diesen Texturen bei dem Steinzeugs, ne? Blöde wird er, blöde. So, mal kurz speichern. Ja, genau, nimm's einfach da hinten raus und nicht aus dem Balken, den ich gerade eigentlich hier bearbeite. Ist okay, Spiel. Der Balken des Grauens. Tüdel. Was ist das jetzt wieder rausgenommen? Was? Das Bausystem ist super, Robin. Ja. Versuch mal ein Entschraudet was zu bauen, da wirst du doof. Entschraudet ist das Bausystem da auch top. Halt dein Pappen, hab ich gesorgt. Du hast doch keine Ahnung, Junge. Nö, hab ich doch nicht, deswegen hab ich es da aufgegeben. Au! Bin ich jetzt beim Rausgehen an der scheiß Spitze hängen geblieben? Das gibt's ja wohl nicht. Konserven haben wir auch ordentlich. Hinten Oberschenkel gebiekst. Konserven sind schön für die Leute, die einen Konservendosenöffner haben. Ja, Robin. wenn du Beute, du warst am Sonntag unterwegs mit dem Gleiter. Du hättest dir auf dem Berg endlich deinen Dosenöffner holen können. Ja, ich weiß. Halt mir nicht vor, dass ich den Loot sehe, den du nicht siehst. Ich weiß doch nicht, wo der ist. Ah ja, das machst du gut, Fenrir, Robin.
Fenrir Robin. Na, markieren, wo man. Ey, da machen wir die Totenkopflampen drauf. Genau, das war gerade eine Idee. Warte, ich hab auch sowas. Muss man da noch einen Lappen oder erst den Totenkopf? Wie war denn das? Nee, hier. Ich glaube, erst ein Tuch, oder? Schwede, der Fenrir Robin, ey. Da fällt mir auch nicht mehr ein. Hast du gerade noch runde Steine im Inventarbeutel? Ich bräuchte bitte noch zwei. Warte mal. Ich muss den hier nochmal aufheben. Gebe ich dir? Mache ich dir? Du musst sie von so schräg angucken. Genau. Du verstehst doch was von Kunst. Warum hast du dann bei den Rehköpfen nicht mitgemacht? Weil ich erstmal andere Kunst zu Ende gebracht habe. Ja, wir müssen noch Stoffe rummachen, siehst du? Ach, noch Eck? Danach, oder? Ja, ja. Echt? Danach, ja. Nee, meine brennen schon. Achso, du bist schon fertig. Ja, weil ich gerade fertig. Ich hab doch nicht gesagt. Hey, hier ist ein Reh, Mensch! Hier ist ein Reh! Jetzt brauchen wir keine mehr. Es geht durch die Tür. Es geht über die Brücke. Ja! Es rettet sich auf die Insel. Reißt die Brücke ab. Es rettet sich auf die Insel. Der Bestand muss fortbestehen. Ja, geil. Leute, gut. Da haben wir doch heute ein bisschen was geschafft. Ist doch super. Wir haben ein paar von diesen riesen geilen Fallen aufgebaut. Wir werden ja in Zukunft ganz, ganz viel Spaß haben. Wir haben auf jeden Fall viel gebaut. Aber was wir heute nicht geschafft haben, ist die scheiß Tür zu schließen. Ja, und das Brotloch. Verstehst du? Brotloch? Ja, das ist so ein Spruch von Olaf Schubert. Mach dein Brotloch zu. Das heißt so viel wie halte Fresse. Mach dein Brotloch zu, weißt du? Na. Schade, man kann keine Verriegelung von innen ans Tor anbringen. Hm. Warum lacht keiner über meinen Humor? Alle wieder wach jetzt, ja? Danke. Hä? Achso, wieder so ein Alert bei dir, wa? Welches Tor sollen wir zumachen? Ich hab einen ausgelöst. Ey, geil, guck mal, das Flachdach ist auch fast fertig. Das Flachdach. Cool. Ja, Spitzdach habe ich dann jetzt doch nicht mehr gemacht. Das war mir doch nee, ach, das ist doch völlig ausreichend für unsere Zwecke. Ja. Guck mal. Ich meine, es wäre möglich, weil wir ja letztens noch darüber gesprochen haben, aber ich dachte, nee, komm, also. Dann habe ich lieber die Fläche für die Solarflächen da vernünftig, weißt du? Virginia rennt wie eine Dumme, kommt da. Oh, da kommt was Fettes! Da kommt was Fettes! Da kommt was richtig Fettes! Ui. Lass den mal in die Fallen rennen. Ich will mal sehen, was passiert. Oh, den meinte ich. Robin, zurück. Übel, ne? Komm mal zurück. Ja, ich lock ihn doch nur. Chill. Ach, der kommt doch auch so. Chill mal, sagt er. Er rennt jetzt selber in die Falle. Ich sag's euch. Der Robin rennt selber in die Falle. Ja. Jo. Ey, guck mal, das ist ein Eichhörnchen. Ja, weggeflogen, Alter. Ihr müsst ja stille Alarm. Macht nix, was? Okay, Vorsicht. Hier, willst du vielleicht mal da runtergehen und da helfen? Wir müssten vielleicht auch mal... Der greift das Kreuz an. Der greift das Kreuz... Ah! Okay. Der zerlegt auf die Falle, oder? Ja. Bin ich sicher. Ah, der kriegt Schaden. Und der Dreh ist wieder rausgerannt. Der rennt raus und in die Spikes rein. Hopp! Achtung! Alter. Aber der hat Schaden gekriegt von unserer... Ja, ja. Aber das reicht halt nicht, weil es ist halt so ein übelster Tank. Wo willst du hin? Bleib hier, du feiges Stück Scheiße! Au! Oh ja, Fenrir, viel Spaß beim Fliegen. Ja, bei ich wollte doch nur meine Pfeile wieder Alter. Haben! Gib mir mein Aua! Niemals auf Nahkampf gehen! Wo ist der? Ja, jetzt gibt's aufs Maul, ich gucke erst mal zu. Komm her, du Bumskopf! Du Arschloch! Mal gucken, wie sich das hier... Das geht. Oh, keine Munition mehr. was zum... Okay. Ich zeig dir jetzt, Junge, du kleiner Blöder! Du musst deine Munition draus dran vorbeirennen und einfach e-spammen. Jetzt die Axt raus, ja. Achtung, Fenrir weg! Ey, Fenrir rennt wirklich in jede Granate, die wir werfen, oder? In absolut jede Granate rennt er rein. Ist das geil? Wieso werft ihr auch Granaten? Warte mal, kann ich überhaupt noch Rüstung aufnehmen? Heute, ja. Wir können den heute. Nee, ich hab 9, aber es kommen 2 raus. 3, 2, 1. Genau, einfach machen. Und dann als letzte Amtshandlung für heute bauen wir mal einen Rüstungsständer, oder? Für Zusatzrüstung. Ja, ihr müsst meine mit aufheben, da kommen eigentlich immer 2 raus. Ja, aber ich hab, glaube ich, auch voll. Voll!
Ja, ich habe keine Rüstung mehr wegen eurer scheiß Granaten. Ja, dann frisst du doch mal alles. Wieso wir? Er? Wer? Ich war das nicht. Es war Virginia. Na, ich habe keine Granaten. Virginia! Wo ist denn jetzt die Rüstung hin? Oder hast du sie jetzt aufgesammelt, Fenrir? Kann sein, weiß ich nicht. Warte mal. Geh mal olle Fetti zur Seite schubsen. Vielleicht lag's da drunter. Nö. Ach, schade, ey. Ich dachte, ich kann an diese Fallen hier auch so eine Fackel bauen. Oha, Fenrir, ich hab grad voll deinen Schatten hinter auf dem Felsen gesehen, weil das Kreuz bis hierher leuchtet tatsächlich. Jo. Bewegt euch mal, du fettes Arschloch. Also ich würde ja sagen, ich würde ja sagen, wir bauen Kreuze, die zu uns leuchten, hier im Halbkreis auf. Hier so. Das wäre geil. Ich wäre eher dafür, dass wir die Scheinwerfer finden und lieber die platzieren, weil die halt richtig gutes Licht machen. Oder so. Aber Kreuze sind auch geil. So, aber apropos. Beutel, komm mal her hier. Warten. Zu mir bitte. Wo ist denn das hin? Och nö, warum ist das schon wieder despawned? Was suchst du denn? Ach, hier ist ein Reh krepiert an einem Spike vorhin während des Kampfes. Habe ich aus dem Seitenwinkel gesehen. Ach so. Nee, die Rehköpfe sind ja jetzt fertig. Es hat ja nur der eine gefehlt. Ja, ich wollte bloß noch deinen Fetisch zu Ende erfüllen, damit du auch in Ruhe schlafen kannst heute. Ist auch wirklich ein schöner Fetisch, muss ich mal sagen. Ja. So, alle rein. Weißt du, Fenrir, andere gehen durchs Tor, wenn jemand darauf wartet, dass alle drin sind und er das Tor schließen kann. Aber Fenrir ist wie Lilly aus How I Met Your Mother. Sie macht es auf ihre eigene Art und Weise. Seid ihr schon im Bett? Gerade am Speichern? Oh ja, warte, ich komm. Speicheln. Das mach ich beim nächsten Mal fertig. Achso, ja, schlafen brauchen wir jetzt noch nicht mehr, stimmt. Jo. Kevin. Oh. Kevin, eine Leberwurstroulade, ja genau. Das war eine Leberwurstroulade gerade. So, Leute. Dann vielen Dank fürs Reinschauen. Auch wenn er heute ziemlich ruhig war im Chat. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Ihr habt es wahrscheinlich genossen, was wir hier für eine Scheiße bauen. Ja, das Schönste an dem Stream sind natürlich die Rehköpfe. Das klatscht bei sowas von Rehtierhaut, Alter. Wir sehen uns dann im nächsten Stream. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder so frisch munter dabei. Und ja, habt einen schönen Abend, habt eine gute Nacht. Auch an Fenrirs Chat und Robins Chat das Gleiche. Gute Nacht rüber zu euch. Benehmt euch und träumt von uns. Und von Rehköpfen. Ciao.